So ein blöder Aff ist da hängen geblieben. Leute, der Aff ist hängen geblieben. Jesus, da bellt schon der Hund. Da bellt schon der Hund. Und Jesus Gott, die Musik ist ganz laut. Die Musik ist extrem laut. Da kann ich auch nichts machen. Also, ich grüße euch. Und zwar, der Bella war der Erste. Mit der Hoi Hoi Hoi. Moin, 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 der Bella. Dann der Divinity mit Huhu, Hoi, Moin, Moin, Divini, Hi. Dann Goku, Hoi, Hoi, Moin, Moin. Ja, der blöde Peru-Aff. Der ist überhaupt nicht blöd. Der ist sehr freundlich. Der ist ein sehr freundlicher und netter Aff. Und ein sehr sympathischer Typ. Der Aff ist eine sehr, sehr sympathische. Badische Typen, also muss man schon sagen, mit Blöde hat das nichts zu tun. Und Jesus, ich bekomme noch eine Nachricht vom Patrick Heider. Ja, schönen guten Abend, ich grüße dich und ich begrüße dich alle zu der Siberia. Wir wollen heute mal wieder etwas Siberia spielen und Kugelpack bekommen wir es ja schon irgendwann durch. Vielleicht bekommen wir es ja schon irgendwann durch. Bibliothek. Siberia. Ich habe schon drei Sammelkarten für Siberia. Ja, sehr schön. Drei Sammelkarten. So. Ah ja. Sehr schön. Aralbat steht da schon dran. Dann gucken wir mal. Wir waren ja das letzte Mal. Wo ist jetzt das Spiel hin? Ah, hier. Und gerade Schimpfer, wo denn das Spiel hin ist. Ah, hier ist es. Wir waren ja das letzte Mal. Wo waren wir denn? Hier. 22 Uhr, 15.12. War nicht in der wunderbaren, also wir mussten ja, Zusammenfassung im ersten Teil, unsere Lok zum Laufen bekommen. Vielleicht kann ich ja mal zu unserer Lok gehen. Wir mussten unsere Dampflok zum Laufen bekommen und sind dann, ja hier ist sie, unsere Lok. Und die Lok ist dann gefahren, beziehungsweise mussten wir uns Zuerst mussten wir uns den Schaffner bauen, der Oskar.
Der Oscar, da gucken wir mal, wo ist er denn, der Oscar? Damit die den auch sehen, die er noch nicht gesehen haben bisher. Der Oscar. Natürlich ist er auch hier im Zug drin. Der, genau hier, der Oscar, unser Kollege, der Oscar. Den mussten wir zusammenbauen. Jesus, Divinity macht dir was zu essen. Dann koch was Schönes. Dann koch was Schönes. Und sind dann mit dem Zug. Mit dem Zug hier nach Barockstadt gefahren. Wir sind auf der Suche nach Hans Vorarlberg, dem Bruder von der Dingensfrau Vorarlberg. Und den müssen wir jetzt finden. Und wir haben ihn vermutet, dass er vielleicht hier in Barockstadt ist. Und Barockstadt, hier dieser Bahnhof, ist sehr merkwürdig. Dieser Bahnhof ist eine riesige Vogelvoliere. Und wir müssen jetzt hier unseren Zug rausbekommen. Wir müssen jetzt hier unseren Zug rausbekommen. Und den bekommen wir allerdings nicht raus, weil wir den auch schon irgendwie aufziehen müssen. Der Zug hat nämlich ein Aufziehgetriebe. Jetzt gucken wir nochmal hier, Barockstadt. Hat nämlich hier eine Universität. Und ist nämlich hier, da waren wir letzte Woche drin. Hier in dieser Universität von Barockstadt. Und jetzt muss ich nur zeigen, warum man nämlich mit unserem Zug nicht rauskommt. Lauf mal etwas schneller, Figur. Lauf mal etwas schneller, Figur. Leute, der Toki hat gehostet. Jesus Gott, der Toki hat gehostet. Oh Gott, ich bin auf die falsche Tür rausgelaufen. Ich bin die falsche Tür rausgelaufen und hallo, der Toki. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt mal gucken, was müssen wir denn eigentlich? Was müssen wir denn eigentlich machen? Was haben wir denn eigentlich? Wir haben einen Reagenzglaszange, wir haben einen Haken, wir haben einen Yangala Cola Pulver. Okay. Und Jesus Gott, Leute, die Jansoft, Sub auf Tier 2, im 27. fortlaufenden Monat. Jesus Gott, Jansoft, ich danke dir und schönen guten Abend. Yay, die Jansoft, Leute, grüßt bitte die Jansoft. Grüßt bitte Jansoft. Geht gerade mal in die Bibliothek und die Universität rein. So, jetzt sind wir in der Universität drin. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Ja, was wollen wir denn eigentlich wissen? Geld! Wir wollen Geld! Professor, es ist mir etwas unangenehm, aber wissen Sie, als ich abfuhr, dachte ich nicht, dass ich große Mengen Bargeld benötigen würde. Aber jetzt, nun ja, kurz gesagt,
Ich brauche Geld und wollte Sie fragen, ob Sie mir nicht aushelfen könnten. Mein liebes Kind, das täte ich gerne. Aber bei dem Hungerlohn, den mir die Universität zahlt, ich habe ja schon Schwierigkeiten, meine bescheidenen Ausgaben zu decken. Oh, ich wollte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Wenn ich an das Beispiel von Hans denke, hat sich die Universität denen, die einen Dienst erwiesen haben, immer erkenntlich gezeigt. Aber das ist Sache unserer Rektoren. Ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. So ein alter Dackel. Was, so ein alter Dackel? Gibt's hier noch irgendwas? Zangehaken, Pulver. Lauf mal darüber, lauf mal darüber. Ich muss gerade selber wieder drin reinkommen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was kann ich für Sie tun? Was können wir Sie tun, Fräulein? Sind Sie schon lange der Bahnhofsvorsteher von Barock? Ich habe nicht. Nein. Wollen. Ja, ich will. Man kann. Ja, bla bla bla, wir haben alles schon gehört. Ich war gerade. Aber ich habe ihn. Der Motor. Ja. Und ja. Ich fühle mich hier ein wenig. Wenn Sie an der Auskunft wollen. Sagt Ihnen zu. Oh. Such. Ihre Vorgesetzten scheinen nicht sehr erfreut darüber zu sein. Nichts gegen diese Herren, aber je weniger man mit ihnen zu tun hat, umso besser. Alle diese Vögel. Dies ist nicht. Das Schwierig. Und das war kein. Oh, eine. In der Tat. Ja, die. Sie haben. Ja, warum? Warum auch? Ach, Sie. Ja. Ja, meinen, dass Sie meinen Zug mit Ihrem Lastkahn ein wenig fortbewegen können. Allerdings noch. Aber wo denken Sie hin, mein liebes Fräulein? Was sowas? Geld an eine Unbekannte? Ich brauche dieses Geld, um meinen Zug aus Ihrem Bahnhof zu bringen. Hören Sie, ich bin nur ein einfacher Beamter. Ich werde Sie nicht lassen. Willkommen. Entschuldigen Sie bitte die Stück. Was? Ich werde Sie nicht. Willkommen. Hier kann ich mal nicht lang. Nee, hier können wir nicht lang.
Lass die Niere nicht frieren. Lass die Niere nicht frieren. Ja, das waren hier die Akrovögel. Es war der hier die Akrovögel. Was war das für ja eigentlich normal? Das Teil hier klemmt. Es sieht nach Waage aus. Da muss irgendwie hier nochmal ein Ei oder irgendwas drauf. Das Teil hier klemmt. Da muss irgendwie nochmal ein Ei oder irgendwas drauf. Den geht sicher mal. Also, ist jetzt nur mal so eine Idee von mir.
Guten Tag. Psst, reden Sie doch leiser. Entschuldigen Sie, aber ich dachte mir, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Was studieren Sie denn? Das geht Sie nichts an. Wenn es Ihnen nicht Spaß macht, würde ich mich jetzt gerne konzentrieren. Gleich beginnt die Vorlesung von Professor Pons. Professor Pons, sagen Sie? Würden Sie mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Nee. Guten Tag. Psst, reden Sie doch leiser. Entschuldigen Sie, aber ich dachte mir... Sehen Sie denn... Was stimmt das, Professor? Würden Sie... Was hat die jetzt da gerade in ihren Busen reingeschoben? Amazone, Erinnerungen an eine Expedition. Ach, guck mal, der Kuckuck. Der Kuckuck. Der amazonische rote Kuckuck. Cucus Rosso. Was? Dieser, Moment, ich muss hier lesen. Dieser endemische Unterart unseres sehr gewöhnlichen Kuckuck. Kuck. Der rote Kuckuck, bla bla bla. Nun findet man in den Regenwald. Wir suchen auf den Früchten des Wald Sauvignon. Eine Art wilder Wein, der nur in der Region wächst. Hauptpflanzung. Naja, das ist ja das Witzige beim Kuckuck. Der Kuckuck, der legt ja immer seine Eier bei den anderen ins Nest, nein. Und dann kommen die. Und dann fressen die alles weg. Und dann fressen die immer alles weg. Weil so Kuckuck, die sind ja so riesen Vögel. Die sind ja so riesen Vögel. Der Wald-Sauvignon ist heute in der Natur selten geworden. Eine schlimme Reblausplage wurde diese Art zum Verhängnis. Allerdings ist in Europa, in unserer Barockstadt gelungen, diese Pflanze zu kultivieren. Okay. Also der Kuckuck... Will den Weihpresser. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Der Kuckuck. Der Kalalala Kuckuck. Ich hoffe, bei euch fliegen auch Kuckucks durch den Garten. Weil so ein Kuckuck, der muss schon sein. Kuckala Kuckuck. Rück. Entschuldigen Sie bitte die... Was kann ich... Ah, guck mal. Sauvignon. Wo kann ich hier Wald-Sauvignon-Sträucher finden, bitte? Naja, sowas gibt's hier nicht. Ich weiß nicht mal, worum es sich handelt. Suchen Sie doch in Amazone. Es ist doch erstaunlich, dass jemand, der diese Pflanze nicht kennt, weiß, dass sie aus diesem entfernten und mysteriösen Land stammt. Amazone, Peru, Papuasien, für mich ist das alles das Gleiche. Entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun. Jesus. Halt, warten Sie doch.
Der gute Mann scheint ein Problem zu haben. Ja, das ist sehr verdächtig. Den verfolgen wir jetzt, wo ist der hin? Jesus, den verfolgen wir jetzt. Der ist einfach, der hat doch irgendwas zu verbergen. Ist doch verdächtig. Wo ist der jetzt hin? Da ist er. Bleiben Sie stehen. Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte noch einmal Ihre Hilfe. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Nein. Das habe ich aber. Viel zu tun. Aber nun gut. Ich denke, ich kann Ihnen kurz zuhören. Ja, jetzt bitte. Ich suche nach einer Art kleiner, saftiger Beere. Wo kann ich diese finden? Hier im Bahnhof gibt es keinen Sauvignon und schon gar keinen Wald-Sauvignon. Ich hatte diesen Namen zwar nicht verwendet, aber genau danach suche ich. Ah, Sauvignon, Himbeere, Johannisbeere, das ist doch alles das Gleiche. Gibt's hier nicht. Mhm. Dabei habe ich gerade ein interessantes Buch gelesen, in dem steht, dass diese seltenen Trauben hier in der Voliere der berühmten Universität Barockstadt kultiviert werden. Ah, wenn das in einem Buch steht. Aber auch Bücher können sich irren. Zu merkwürdig, aber ich habe das Gefühl... Ja, der lügt uns an! Nee, keineswegs. Ich weiß nicht, wo man diese verfluchten Trauben finden kann. Fragen Sie doch den Professor Pons, den Paläontologen da. Aber Sie sind doch der Hüter dieses Bahnhofs. Sie müssen es besser wissen als jeder andere. Ich weiß nichts. Gar nichts. Fragen Sie den Paläontologen. Ah ja. Ich werde Sie nicht länger belästigen, Herr Bahnhofsvorsteher. Willkommen in Barockstadt, mein Fräulein. Dann gehen wir mal zum Professor. Ja komm, lauf doch mal die Treppen runter. Und da glätt so rum, der dackelt immer so rum. Schneller! Also die Ding war da immer schneller unterwegs, die... Wie hat sie geheißen? Mrs. Hinton! Das waren noch Zeiten mit Mrs. Hinton. Wenn die sich immer gebückt hat und die Sachen aufgehoben hat. Schneller! Der Tollwuthund! Jetzt guck doch mal, wie die da. Die lässt sich Zeit, das ist ja schlimm. Das ist schlimm, sage ich euch. So, also, wo ist jetzt der Professor? Der war doch da hinten. Ich glaube, das war der Professor Pons. Dieser, wo wir vorhin hinten mal hier. Hier, das ist Professor Pons. Was ist hier eigentlich? Ist das hier eine Lupe? Ach, wahrscheinlich haben wir hier schon was rausgeholt, oder? Weil ich sehe jetzt hier nicht, dass sich unser Symbol hier verändert. Wahrscheinlich habe ich da schon was geholt. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Ja, das genau hier. Wissen Sie, wo sich die seltenen Wald-Sauvignon-Sträucher befinden, Sauvignon. Die in Barockstadt kultiviert werden? Um was lässt Sie vermuten, dass es hier Sauvignon gibt? Das habe ich in einem Buch in der Bibliothek gelesen. Nun ja, fragen Sie doch den Bahnhofsvorsteher. Wenn es sowas hier gibt, weiß er das besser als jeder andere. Die lügen doch alle. Der hat mich dazu ihm geschickt. Ich fand das ja auch komisch. Aber er sagte mir ausdrücklich, ich solle den Paläontologen fragen. Sie sind doch der Einzige. Ja. Also sowas. Nun ja, dann hat er sich wohl getäuscht. Ich weiß von nichts. Dann müssen Sie sich eben an die Herren Rektoren wenden. Immerhin sind die für unsere Universität verantwortlich. Das werde ich tun. Danke.
Sag mal, nicht so schlimm wie das blaue Formular zu finden. Wie bitte? Aber nein, ganz und... Den Passierschein 38! Oh Gott, jetzt haben wir hier von einem Typen zum anderen geschickt. Ja gut, die Rektoren, die waren ja hier vorne. Die reichen Professoren. So, hier war die doch drin, oder? Genau, hier waren diese unverschämten Typen. Da sind sie. Direktoren. Grüß Gott. Ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen, aber ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem? Ein kleines Problem? Kleine Probleme haben wir alle. Die behält man für sich. Und das Leben geht trotzdem weiter. Und auch die Züge fahren weiter. Ja, hier, der Schnaps. Sind Sie sicher, dass es keinen amazonischen Sauvignon in Barockstadt gibt? Ich habe nämlich gerade den Bahnhofsvorsteher und den Paläontologen gefragt. Ihre Antworten lassen gewisse Zweifel zu. Und doch müssen wir darauf beharren. In Barockstadt wächst kein einziger Sauvignon-Strauch. Wissen Sie, junge Frau, der amazonische Waldsauvignon ist eine sehr seltene Pflanze, die nur unter ganz besonderen Bedingungen wächst. So ist es. Und diese Bedingungen zu schaffen, ist extrem kompliziert. Kompliziert ja, aber nicht unmöglich. Der Garten ist in dieser Hinsicht wirklich gelungen. Der Garten? Es gibt also einen Garten in Barockstadt. Oh, wenn es einen gäbe, dann nur einen winzig kleinen hinter dem Bahnhof. Er wäre jedoch der ganze Stolz unseres Bahnhofsvorstehers. Letzterer würde sich übrigens mit viel Hingabe darum kümmern. Dort würde dann alles wachsen und wir hätten den Sauvignon seinen gärtnerischen Fähigkeiten zu verdanken. Und wären davon höchst angetan. Aber man dürfte auch nicht die genialen Kompetenzen des Paläontologen vergessen. Was hat der Paläontologe mit dieser Sache zu tun? Ohne ihn und ohne sein Labor, wie könnten wir da unseren Wein herstellen? Und was wäre das für ein Wein? Nicht wahr, teure Kollegen? Ach ja, der exquisite und entspannende Abschluss eines langen Arbeitstages reich an Verantwortung. Wir würden jedes Jahr voller Ungeduld darauf warten, die ersten Tropfen eines neuen Jahrgangs zu genießen. Nun gut, fassen wir also zusammen. Sie sagen also, dass es in Barockstadt tatsächlich Sauvignon gibt, der in einem Garten hinter dem Bahnhof wächst und vom Wärter gehegt, vom Paläontologen zu Wein verarbeitet und schließlich von Ihnen genossen wird. Habe ich das richtig verstanden? Sie ziehen da etwas voreilige Schlüsse. So haben wir das nicht gesagt. Sie verdrehen uns das Wort im Mund. Sie haben anscheinend nicht verstanden, dass wir im Konjunktiv geredet haben. Doch, ich hatte mir schon so etwas gedacht. Das behalten Sie aber für sich. Ja, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn dies alles unter uns bleibt. Verstehen Sie, diese kleine lokale Produktion umfasst gerade mal ein paar Flaschen pro Jahr. Ja, wirklich, nicht ausreichend, um damit zu handeln. Man würde sich ja strafbar machen. Wie dem auch sei, wir können auf Ihre Verschwiegenheit zählen. Aber sicher. Seien Sie unbesorgt. Ich hatte nicht vor, mich in Ihre Angelegenheiten zu mischen. So. Wir reden und reden. Dabei ist bereits Teestunde. Ah, gut, Gott, wie schnell. Ich habe ja gestern quasi Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, junge Frau. Ich danke Ihnen vielmals, meine Herren. Ich danke Ihnen. Ich habe ja gestern Point and Click CSGO geklickt. CSGO ist ja in dem Sinne auch ein Point and Click. Morgen spielen wir dann wieder Ding weiter. Morgen spielen wir Age of Mythology weiter. Und dann hoffe ich auch mal, dass irgendwann demnächst mal Ding rauskommt. Das neue DLC Add-on zum Euro Truck Simulator, nämlich Russland. Und dann fahren wir als Dimitri durch Russland und trinken Wodka, während wir Laster fahren. Dann fahren wir als Dimitri durch Russland und trinken Wodka bei Laster fahren. Und fahren bis nach Moskau und Wolgograd.
Da war ich schon gespannt drauf. Grüß Gott. Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte noch einmal Ihre Hilfe. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Nein. Das habe ich aber. Viel zu tun. Aber nun gut. Ich denke, ich kann Ihnen kurz zuhören. Sie haben mir etwas vorgemacht. Sie wussten, dass es Wald-Sauvignon-Sträucher im Garten des Bahnhofs gibt. Aber keineswegs. Ich habe Ihre Sauvignons noch nie gesehen. Jetzt hören Sie aber mal auf. Ich weiß alles. Ihre kleine Schmuggelgeschichte mit den Rektoren, das in eine Weinkälterei verwandelte Labor von Professor Pons. Also wirklich. Also wirklich? Schmuggelgeschichten, da gehen Sie aber ein wenig zu weit, mein Fräulein. Aber eine kleine Ernte für den persönlichen Verbrauch, oder nicht? Sie sollten sich schämen. Haben Sie auch nur einen Moment an den Ruf dieser ehrenwerten Universität gedacht? Man müsste Sie anzeigen. Aber ich bitte Sie, wir haben doch niemandem etwas getan. Das ist doch kein Verbrechen. Öffnen Sie mir die Tür zum Garten, wenn ich bitten darf. Aber ja, sofort, mein Fräulein. Aber sofort machst du die Tür da auf. So, das war nämlich diese komische Tür da hinten gewesen, sei wir vorhin nicht raus konnten. Ach komm, lauf doch mal, Jesus Gott, Leute! Ja, Aschers, WRT ein Monat, weil ich gern Christen 25, das ist der Christen 25, das kommt oben ein Mann, wenn der lebt, wenn Christen 25, hey Christen 25 bei Apple ab, Christen 25 bei Apple ab, Christen 25 bei Apple ab. Bei Apple ab! Yeah, Leutra! Dankeschön für das 26 Monate Resub! Yeah, ich danke dir! The B-App! Aber vorhin und der Hans bei der Divinity, das war auch mit der blöden Peru auf. Mit der blöden Peru auf. Okay, jetzt ist die Tier auf, jetzt können so, wir hier jetzt raus. Können Sie den Garten in aller Ruhe besichtigen. Was ich noch sagen wollte, ich bin kein Lügner. Die ganze Sache musste geheim gehalten werden, verstehen Sie? Ja! Was der wieder labert! Man kann nicht immer so, wie man möchte. Ich verstehe. Kein Grund zur Beunruhigung. Danke Ihnen, mein Fräulein. Also, rein hier, aber schnell. So ein verrückten Typen. Oh, jetzt gehen wir hier in den Garten raus. Also, was haben wir denn? Was haben wir denn hier Schönes im Garten? Im Garten bei Erika! Ah, guck mal hier. Oh, die steckt sich alles in BH rein. Das ist halt der Vorteil einer Frau, da kann man alles oben verschwinden lassen. Sauvignon-Beeren. Genau, und wie war hier in dem Buch? Moment, in dem Buch war ja drin. In dem Buch stand noch drin, dass diese komische Kuckuck, dass die Beeren da fressen. Und da vorhin war doch die komische Vögel. Da vorhin waren doch diese komischen Vögel, die mich da nicht durchgelassen haben. Ich glaube, so langsam kommt das wieder. Da vorne waren die Vögel, die mir nicht durchgelassen haben. So. Das sind doch diese Kuckuck. Bestimmt diese Kuckuckvögel. Da, guck mal, die Vögel, die meine ich. Vor denen hat sie ja Schiss. Wenn wir jetzt denen die Beeren geben. Du sollst denen ja die Beeren geben. Ah, komm mal.
Ah ja, und gut. Guck mal, wie sie sich dann auch wegdreht, damit man nicht sieht, wenn sie oben ohne rumlaufen. Da, guck. Jetzt fressen die Vögel die Bären. Jetzt können wir da hochklettern. Ich weiß auch nicht, wo es da hingeht, aber... Jesus Gott. Also in echt würde ich da nicht hochklettern. Ich war zwar auf dem Tetraeder oben und auf dem Hochofen oben und auf dem Tiger and Turtle den Looping gelaufen, aber hier würde ich mich nicht auftrauen. Das ist echt unerreichbar. Hier, genau, hier seht ihr, das ist das Kuckuck. Das ist das Kuckuck sein. Das hat hier der Kuckuck da reingelegt, nicht über die andere Eier. Und dann brütet ja der andere Vogel das Kuckucksei mit aus. Und der Kuckuck, der ist ja natürlich größer wie, der ist ja doppelt, dreifach so groß wie die andere Vögel. Und der schmeißt dann nachher die andere Vögel raus und frisst dann alles selber. Wir haben doch hier so eine Zange. Yes, Leute, wir haben die Kuckucksei. Gott, die Nuss, die sprengt da noch, fliegt halber Nürnberg. Eieieiei. Und vorhin an diesem Pavillon, wo ich doch gesagt habe, das sieht aus wie eine Waage, war doch auf der einen Seite, war doch auch wie ein Ei. Vielleicht, wenn wir jetzt auf der anderen Seite des Kuckucksei, vielleicht pendelt sich das dann aus. Fräulein, entschuldigen Sie. Ja? Was ist los, Opa? Ich möchte mich für unser kleines Missverständnis entschuldigen und Ihnen diese... Hoi, ja, danke schön. Barockstadt Sauvignon, ein ausgezeichneter Jahrgang. Sie werden sehen. Wie nett von Ihnen. Vielen Dank. Komm, dafür gibt es schon jetzt ein Küsschen. Ah komm, also das ist doch unverschämt. Für sowas hätte es doch jetzt müssen ein Küsschen geben. Er hat uns halt betrogen, betrogen und belogen. Und beschissen. Aber übelst beschissen. Genau, guck mal, hier in dem Pavillon. Weil den müssen wir ja reparieren. Das ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir den reparieren müssen. Oh, jetzt gucken wir mal. Kann ich hier das gucken? Ja, Leute! Guck! Ui! Da geht's rein! Und da geht's in den Keller runter. Jesus Gott. Da würde ich jetzt mich aber auch nicht runter trauen in den Keller. Okay, was muss ich jetzt machen? Ah, jetzt klettert sie wieder hoch. Ja, um Gottes Willen. Muss doch irgendwas sein. Muss ich mal gucken. Ach, hier ist ein Hebel. Jetzt sehe ich ja noch, hier ist ein Hebel. Oh, sehr gut. Jetzt dachte ich, ich muss vielleicht auch schon Rätsel lösen.
Exklusiv vom Monster Hunt Rise auf PC das Geschenkset Jägergilde. Weiß nicht mal, was Monster Hunt Dingsbums ist. Anscheinend hätte ich jetzt gerade irgendein Geschenk erhalten. Also, jetzt können wir auf jeden Fall zu den Rektoren gehen und denen berichten, dass wir die Maschinen repariert haben, weil das war ja unsere Aufgabe. Und wir haben ja vorhin von dem Professor erfahren, dass die sich immer erkenntlich gezeigt haben, wenn man ihnen einen Gefallen tut. Oh, jetzt bitte. Meine Herren, ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen. Ein kleines Problem. Und auch die... Ja. Hier, Geld. Meine Herren, es ist mir gelungen, Ihren Pavillon zu reparieren. Der Pavillon funktioniert wieder. Das ist höchst wunderbar. Wir sind Ihnen wirklich zu großem Dank verpflichtet. Ja, wirklich. Ihr Aufenthalt wird uns in guter Erinnerung bleiben. Glauben Sie uns. Doch jetzt wollen wir auch unseren Teil der Vereinbarung erfüllen. Wie viel benötigen Sie, junge Frau? $100, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Das erscheint uns korrekt, junge Frau. Damit sind Sie jetzt in der Lage, die Reise mit Ihrem Zug fortzusetzen. Katsching! Und wann gedenken Sie abzufahren? Ja, der Zug muss jetzt schnellstens unseren Bahnhof verlassen. Ja, doch. Wir fahren doch. Wir reden und reden. Schon. Wir sind... Ich danke... Ja, ich denke, meine Herren. So, Leute, jetzt haben wir den wunderbaren Geldsack in unserem BH oben drin. Weil man sieht es ja, jetzt ist sie richtig ausgepolstert. Jetzt kann sie... Ja, aber sie muss ja das Geld jetzt wieder hergeben. Sie muss ja jetzt das Geld... Die muss jetzt das Geld wieder hergeben, weil die Frau auf Last kam, fährt dann weiter. Die redet ja so, ihr werdet gleich hören, die redet so. Und die fährt dann weiter, wenn Geld haben. Jesus Gott. Das muss ich auch aushalten, wenn er den ganzen Tag die Musik läuft. Jetzt muss ich auch aushalten, wenn er den ganzen Tag die Musik läuft. Oh, ich muss gucken, wo waren die denn jetzt? Oh. Ja, was muss er aus dem Fenster rausgeklickt? Wo waren die mit ihrem komischen Lastwagen? Nee, ich glaube, wir sind falsch. Wir sind auf der anderen Seite gewesen. Geh da sofort wieder zurück, Fräulein. Geh da sofort wieder zurück. Genau, hier steht so Plus.
Und hier müssen wir irgendwie entlang. Hier runde. Genau hier müssen wir jetzt die Treppen runter. Genau hier war die Frau und Mann. Hier waren Frau und Mann und mit denen müssen wir jetzt nochmal reden. Heo, Chef, Heo. Grüß Gott, schönes Fräulein. Mein Mann sagen, guten Tag, junge Frau. Du wollen mit uns sprechen? Ja, sicher, ich wollen sprechen. Mein Name ist Kate Walker. Ich bin Anwältin und nun auf einmal für diesen Zug verantwortlich. Diese Situation ist völlig neu für mich. Anwalt, ein gutes Beruf, viel Geld verdienen. Naja, viel ist vielleicht übertrieben, aber ich will mich nicht beklagen. Es gibt Schlimmeres. Anwalt, immer viel Geld verlangen. Reden wir von was anderem. Ich habe keine Lust auf ein Streitgespräch. Ich habe gerade mit den Herren der Universität gesprochen. Sie wollen, dass ich meinen Zug aus dem Bahnhof fahre. Sehr komisch. Wie soll ich einen Zug wegfahren, der gar nicht mehr fahren kann? Haben Sie eine Idee? Wir von Zug nichts kennen. Du allein musst machen. Ihre Solidarität rührt mich sehr. Wir von Zug nichts kennen. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Zug. Er ist, kaputt. Aber ich muss ihn unbedingt aus dem Bahnhof bekommen. Könnten Sie ihn mit Ihrem Lastkahn in Richtung Mauer ziehen? Die Mauer muss weg. Schiff blockiert. Aber wenn die Schleusen offen wären, würden Sie dann meinen Zug ziehen? Por bueno, Omar. Monet, por das Werk. Ja, möglich. Ja, mein Mann sage, wird dir helfen, wenn du Geld geben. Ja, drum haben wir jetzt ja Geld. Ich hoffe, mein Zug ist für Ihren Lastkahn nicht zu schwer. Ist okay. Motorboot erste Klasse. Erste Klasse. Mein Mann sagen, korrekt. Starker Motor. Korrekt. Nun ja, die Distanz, die uns vom Zug auf hier trennt, ist ja auch nicht sehr groß. Zu dumm, was? Wegen der paar Meter. Zug auf Lastkahn tun. Nein, das sei unmöglich. Haben Sie sich schon einmal im Bahnhof umgesehen? Er ist ganz wunderbar, wissen Sie, mit all den exotischen Vögeln. Mit du meine Girl, ja, ja, mit Plaisir. Wir nicht von Schiff gehen, mein Mann landkrank. Das ist aber nicht sehr korrekt, meine Situation auszunutzen. Im Namen der Solidarität sollten wir uns umsonst helfen. Service, alors buik not full. Money, ja, buik full. Buik full. Wie bitte? Mein Mann sagen, Geld brauchen für Leben. $100, nicht teuer, wenig für große Dame wie Sie. Wie wollen Sie denn das wissen? Eine große Dame wie ich. Ich muss jetzt gehen. Ja, komm hier. Nimmt euer Geld. Bitte, Ihr Geld. Ich hab's genau nachgezählt. Nehmt euer Geld. Danke, also Dollars finden doch nicht schwer, du echte Geschäftsfrau. Ich bin nicht die Einzige. Wir zufrieden mit dir Geschäft machen. Du jetzt Schleusen aufmachen, wir dir sonst nicht helfen. Warum ist es Ihnen eigentlich nicht gelungen, sie aufzumachen? Das kann doch nicht kompliziert sein. Aber vor was denken uns esto, die kleine Madame? Die kleine Madame. Non comprendo, en allora capute, en andere bordel. Zerzwar moi. E punkt telefonieren kaputt. Mein Mann sagen, sehr kompliziert. Wir nicht verstehen Anleitung. Mein Mann, sehr ärgerlich. Großes Wut. Jetzt, Telefon kaputt. Ja. Das ist aber wirklich zu dumm. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Wir warten, bis Repariermann kommen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich werde sehen, ob ich das System nicht auch so wieder in Gang kriege. Du Schlüssel nehmen, Schiffer. Immer Schlüssel brauchen für Schleusen.
Jesus Gott. Okay, danke. Das andere Bordell. Irgendwas mit Bordell, hat er gesagt. Und gleich wieder den Schlüssel in BH reinschieben. Wunderbar. Wunderbar machst du das, Frau. Ja, dann gucken wir mal. Dann gehen wir mal zum Schleuserautomat. Und gucken, ob man den zum Laufen kriegt. Weil die zwei sind anscheinend nicht so die Hälften. Die zwei da waren nicht so die Hälften. Hallo? Oh, Telefon. Hey, mein Mädchen, wie geht es dir? Ich habe gerade gestern erst wieder an dich gedacht, als ich diesen herrlichen Pelzmantel sah. Fühlst du dich auch warm an? Bei euch da drüben weiß man ja nie, was man anziehen soll. Mama, das ist nett von dir, aber mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Meine Reise verläuft problemlos. Fast jedenfalls. Und wann kommst du zurück? Frank brennt schon darauf, dich kennenzulernen. Frank? Ach ja, dein Opernsänger. Und wie läuft's zwischen euch? Rate mal, womit er mich gestern überrascht hat. Weiß ich nicht. Frank hat mich zu dem großen Wohltätigkeitsabend eingeladen, der von, habe ich vergessen, organisiert wurde. Man hat ihn natürlich gebeten, auf seinem Repertoire zu singen. Und am Ende, stell dir vor, hat er mich auf die Bühne geholt. Deine Mutter vor Tausenden von Zuschauern. Wirklich? Oh, das hätte ich auch gern gesehen. Warst du nicht zu ergriffen? Schrecklich ergriffen. Hätte ich das geahnt, wäre ich vorher noch zum Friseur gegangen und hätte mich entsprechend angezogen. Aber Frank hat mir versprochen, dass er das nächste Mal daran denken wird. Er ist so charmant. Das möchte ich nicht bezweifeln. Ich wäre so glücklich, wenn du das nächste Mal dabei sein könntest. Wann ist das noch gleich? Zu dumm, ich hab's vergessen. Ach ja, das Alter. Denk immer daran, Kate, die Jahre holen uns schneller ein, als uns lieb ist. Ich denk dran, Mama. Ich habe mich sehr über deinen Anruf gefreut. Mach's gut. Du auch, mein Kätchen. Jesus Gott. Jesus Gott. Oh, 112.000. Jesus Gott. Oh, hier ist jetzt die Maschine. Gesellschaft der Ostschleusen. Barockstadt. Ah, hier ist kaputt. Ja, das ist sehr kaputt. So. Diese Anweisung verstehe ich nicht. Die Sprache ist mir fremd. Okay, Moment, die haben uns doch irgendwas. Jetzt wollen irgendwas bekommen. Das ist wohl kaputt. Aber kann hier irgendwas eingeben? Boah. Probieren wir mal alles durch, Leute. Können Sie folgende Nummer telefonieren?
02766-6742. Na gut, wenn das Telefon kaputt ist, wir haben noch unser Handy. Was hat er gesagt? 2766. Moment. 2766-6742. 2766. Dankeschön. 2766-6742. Hier das Kontrollzentrum der östlichen Schleusen. Drücken Sie bitte die Raute-Taste. Für die Schleusen Haltenburg drücken Sie die 1. Für die Schleusen Morlov drücken Sie die 2. Für die Schleusen Koningspast drücken Sie die 3. Für die Schleusen Barockstadt drücken Sie die 4. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie die Raute-Taste. 4. Wenn Sie den Wasserspiegel anheben möchten, drücken Sie die 1. Wenn Sie den Wasserspiegel senken möchten, drücken Sie die 2. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie die Raute-Taste. Ich glaube, wir müssen ja den Wasserspiegel anheben. Sie möchten den Wasserspiegel der Schleusen von Barockstadt anheben. Um zu bestätigen, drücken Sie auf die Stern-Taste. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie die Raute-Taste. Cool. Für die Schleusen Haltenburg drücken Sie die... Wenn Sie den Wasserspiegel anheben möchten, drücken Sie die 1. Wenn Sie den Wasserspiegel senken möchten, drücken Sie die 2. Wir wollen dann die Schleusen aufmachen. Drücken Sie die Raute-Taste. Wir wollen ja hier ist ja das Schleusentor, hier ist das Wasser hoch. Wir müssen hier das Wasser absenken, weil wenn wir jetzt ja aufmachen, läuft ja das ganze Wasser, also wir müssen halt absenken. Sie möchten den Wasserspiegel der Schleusen ja. von Barockstadt senken. Um zu bestätigen, drücken Sie auf die Stern-Taste. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie die Raute-Taste. Sonst können wir ja nicht aufmachen. Ihr Anruf wurde gespeichert. Leider ist der regionale Techniker augenblicklich in Urlaub und es ist kein anderer Techniker verfügbar. Wir werden Ihrem Anruf innerhalb von maximal 48 Stunden Folge leisten. Sollte ein dringender Fall vorliegen, betätigen Sie die Schleusen bitte per Hand. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Ah ja. Ja gut, dann probieren wir es halt hier mal. Mit 4 und 2. Yay! Das funktioniert sogar! Ja, guck, was habe ich gesagt? Jetzt ist zwar. Genau, weil jetzt geht's dann auf. Jetzt ist das Wasser unten. So, jetzt kann man wieder zu den Typen runter. Und geben denen Bescheid, dass sie weiterfahren können. Sehr schön. Ihr könnt nun fahren in Bahnhof Rhein mit eurem Zug. Heyo! Grüß Gott, schönes Fräulein! Grüß Gott, schönes Fräulein! Ja, ja, die Schleusen Alles sind klar. offen! Ich weiß jetzt, wie die Schleuse funktioniert. Fahren Sie Ihren Lastkahn hinein. Ich kümmere mich um die Bedienung der Schleuse. Gott, wir tun. Das ist ein echter Ladis. Aber du range alle Dinge ein Obligados der Dame. Ach, sehr schön. Unser Rotagent. Unser Rotagent. Du dich beeilen. Wir eilig wollen weiterfahren. Na gut. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite. Bei der Lokomotive, ja? Oh.
Das kann ich nicht. Das habe ich mir jetzt auch schon gedacht. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass die jetzt wegfahren. Ah, die kommen ja da. Ich meine, das ist praktisch. Die kommen da oben ja nicht weiter, weil das Wasser abgelassen ist. Die können jetzt da oben erst weiterfahren, wenn das Wasser wieder. Weil da, das andere Schleusentor ist jetzt zu. Ja, doch, die hauen jetzt ab mit dem Geld. So, was war? 2 war zum Senken, dann ist 4 zu, 1 zum Anheben. Sehr schön. Ja, nee, jetzt weiß ich komme ja hier gar nicht raus. Ich muss ja da vorne. Muss ja mal über die Brücke gehen. Da vorne komme ich ja nur raus. Da vorne komme ich ja nur raus. Hier müssen wir hin, hier müssen wir hin. Da, hier. Heo, Schiff, Heo. Ja, Schiff gut durchgefahren. Du uns noch brauchen? Du uns noch brauchen? Ja, sicher! Das muss sehr angenehm sein, so auf einem Fluss zu reisen. Oh, schlechte Boot. Und I forget das Grund. For me, Loco ist fantastisch. Eine kleine Rot mit Üsetucke. Ich sie viere. Wie bitte? Mein Mann sagen, Schiff viel lieben, Zug hassen. Zu viel Krach. Wenn du gerne in Dose reisen, dann auch drin bleiben. Nun denn? Und wie machen wir das jetzt, die Lokomotive zu ziehen? Fräulein, Attache, Loco, Coco, Conchette. Loco, Coco, Conchette. Du, Kette am Zug festmachen, dann Zug mit Schiff bewegen. Hoppla, Fontes. Hoppla, Fontes. So. Ja, ruhig jetzt die Ketten. Ah, hier. Kette. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ja, Moment. Ah, der Haken. Wir müssen den Haken an die Kette ranmachen. Sehr gut. Jetzt haben wir eine Hakenkette. Ja, nice. Der hat sogar selber schon dran gemacht. Und jetzt ziehen! Sehr gut! Zu der Mauer! So. Perfekt! Und dann können wir jetzt nämlich unseren Zug wieder aufziehen und können dann weiterfahren. Durch die Mauer durch.
Oh, schützlos. Wer ruft jetzt an? Kate Walker? Hallo? Hallo? Fräulein Walker, Professor Panzer war parat. Ich werde gleich meine Vorlesung beginnen. Beeilen Sie sich. Danke, ich komme so schnell ich kann. Oha! Sehr schön. Wir erwarten Sie im großen Hörsaal. Bis gleich. Oha! Gut, dann gucken wir, wo der Professor ist. Keine Ahnung, da ist irgendwie mal wahrscheinlich eine Gasexplosion. Da hat wahrscheinlich irgendjemand den Gashahn offen stehen lassen. Oh Leute, und hier ist mein Gaswasser. Oh, Entschuldigung. Hier ist mein Gaswasser, von dem wir schon die letzten Tage geredet haben. Mein köstliches Gaswasser. Aber schreibt bloß nicht Gas im Chat. Schreibt bloß nicht Gas. Was Schlimmeres könnt ihr nicht machen. Was Schlimmeres als Gas schreiben, das geht ja gar nicht. Ach, komm, ich die mal schneller laufen. Dann eben Sprudel. Es ist kein Sprudel, das ist Gaswasser. Das ist kein Sprudel, das ist Gaswasser. Jum. So, du hörst halt, der war ja hier oben, glaub. Hier im Angst vom Gas, ja, man muss heutzutage vorsichtig sein. Gut. Nehmen Sie bitte schnell Platz. Ich möchte beginnen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir fangen sofort an. Liebe Studenten, ein völlig neues und vor wenigen Stunden noch unvorstellbares Element hat es mir nun endlich ermöglicht, meine Vorlesung über das geheimnisvolle Volk der Jukols abzuschließen. Licht bitte. Die Jukols sind ein kaum erforschtes Volk des Hohen Nordens. Sie leben in einer weit abgelegenen, eisigen Region im nördlichen Sibirien. Die geografische Entfernung und die extrem klimatischen Bedingungen sind sicherlich der Grund dafür, dass sich die Forschung bisher nur wenig mit den Jukols befasst hat. Die wenigen Dias, die Sie gleich sehen werden, sind in der Tat die einzigen Dokumente, über die wir verfügen. Die Skizzen und Fotos wurden vor rund 100 Jahren von einem russischen Forscher realisiert, dem wir heute einen Großteil dessen verdanken, was wir über das Volk der Jukols und dessen Kultur wissen. Wir wissen, dass die Ursprünge der Jukols in die letzte Eiszeit zurückreichen. Interessanterweise gibt es auch in Westeuropa Spuren ihrer Kultur, genauer gesagt in vorgeschichtlichen Höhlen tief im Herzen der Alpen. Daraus kann geschlossen werden, dass dieses Volk im Laufe der Jahrhunderte eine lange Wanderung in den extremen Norden unseres Planeten unternommen hat. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Die Jukol-Kultur beruhte ausschließlich auf den Mammuts. Das waren Reit- und Lasttiere und sie lieferten gleichzeitig Fleisch, Haut, Fett und Elfenbein. Es handelt sich hier um eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Tier. Als die Mammuts aufgrund der klimatischen Veränderungen in andere Gefilde auswandern mussten, sind die Jukols ihnen also bis in den hohen Norden Sibiriens gefolgt. Bestimmte Höhlenmalereien, die als Jukol-Malereien identifiziert wurden, ließen bereits die Hypothese zu, dass es den Jukols gelungen war, die Mammuts zu zähmen. Sie sind in der Tat unserer Kenntnis nach das einzige vorgeschichtliche Volk, das Darstellungen eines auf einem Mammut reitenden Mannes hinterlassen hat. Heute wird meine Hypothese durch diese Puppe aus echtem Mammutleder, die ich nach eingehender Untersuchung in die Jungsteinzeit datieren konnte, bestätigt. Den Vorfahren der Jukols war es tatsächlich gelungen, die Mammuts zu zähmen.
Denn der vorgeschichtliche Mensch stellt nur das dar, was er aus eigenem Erleben kennt. Davon zeugt auch dieses kleine, vertraute, ja, alltägliche Objekt. Ein Spielzeug der Jukol-Kinder. Entschuldigung. Das Leben der Jukols war also eng mit dem des Mammuts verbunden. Aus dem Fell wurden nicht nur die Kleider, sondern auch die Dächer und Mauern der Häuser hergestellt. Die Stoßzähne bildeten die Struktur der Behausungen und dienten der Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Schmuck. Erstaunlich ist, dass sich mit dem Aussterben der Mammuts vor 12.000 Jahren die Lebensweise der Jukols nicht sofort geändert hat. Es scheint, als habe sich die enge Bindung zu den Mammuts noch über die Jahrtausende hinweg fortgesetzt. So erstaunlich dies auch sein mag, die Jukols haben sich bis zum Anfang dieses Jahrhunderts weiterhin von Mammutfleisch ernährt, Kleidung und Zelte aus dem Fell von Mammuts angefertigt und zahlreiche künstlerische Objekte aus Mammut-Elfenbein geschnitzt. Wir können also davon ausgehen, dass die Jukols es über Jahrhunderte hinweg verstanden haben, die große Anzahl toter Mammuts, die in einem perfekt erhaltenen Zustand im gefrorenen Boden Sibiriens ruhten, als Ressourcen zu nutzen und so ihre traditionelle Lebensweise fortzusetzen. Es sieht so aus, als hätten die Jukols über fast 3000 Jahre hinweg von dieser riesigen Speisekammer gelebt. Obwohl dies plausibel erscheint, so herrscht zugegebenermaßen unter den Wissenschaftlern über diese Erklärung keinesfalls Einigkeit. Wir sind nach wie vor auf Mutmaßungen angewiesen. In Ermangelung wissenschaftlicher Erkenntnisse müssen wir uns zum augenblicklichen Zeitpunkt mit den versponnenen Geschichten zufrieden geben, die von den Jukol-Schamanen überliefert werden. Die Universität, die zu vertreten ich die Ehre habe, misst all diesen Mythen und Legenden selbstverständlich keinerlei Wahrheitsgehalt bei. Die Geschichten müssen als das gesehen werden, was sie sind. Märchen, die lange sibirische Nächte verkürzen sollen. Die Legende von der Elfenbeinarche Siberias ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Sie können sie in dem kleinen Heftchen nachlesen, das ich unter Ihnen verteilen lasse. Laut dieser Legende existieren zum heutigen Zeitpunkt auf einer Insel irgendwo im Norden Sibiriens lebende Mammuts. Eine Art Überbleibsel aus der Eiszeit. Eine kleine Population, die dank der Jukols die letzten 12 Jahrtausende auf wundersame Weise überlebt hätten. Die Insel, auf der die Mammuts leben sollen, wird in der Legende Siberia genannt. Ich möchte all denen, die versucht sind, dieser absurden Geschichte Glauben zu schenken, nur eins sagen. Die Insel Siberia ist auf keiner Karte verzeichnet und die Existenz lebender Mammuts im 21. Jahrhundert entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Die Jukols gehörten leider zu den ersten Opfern der intensiven Kolonialisierung Sibiriens durch die Russen im 20. Jahrhundert. Das System der Kolchosen und Sowjosen sowie das Prinzip der Ausbeutung, Menschenverachtung und Erniedrigung führten zur definitiven Umwälzung der traditionellen Lebensweise der Jukols. Seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes steht die Jukol-Bevölkerung vor den gleichen mit der politischen Desorganisation einhergehenden Problemen wie alle anderen Bevölkerungsgruppen Sibiriens. Das hat zwei Konsequenzen. Manche Jukols haben sich definitiv ihrem Schicksal ergeben, ihren Traditionen vollständig entsagt und sind mit der russischen Bevölkerung verschmolzen. Andere wiederum setzen alles daran, ihre jahrtausende alte Kultur, die sie unter dem kommunistischen Regime hatten aufgeben müssen, wieder aufleben zu lassen. Die letzten echten Jukols sind in die weiten Territorien ihrer Vorväter zurückgekehrt. Niemand weiß, wo genau sie leben und wovon. Ihre Existenz selbst könnte angezweifelt werden, wenn sie nicht hier und da an den entlegensten Fellhandelsplätzen der Tundra auftauchen würden, um ein paar Mammutstoßzähne gegen bestimmte lebensnotwendige Produkte einzutauschen. Hier endet meine heutige Vorlesung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Fräulein Walker, Sie können Ihre Mammutpuppe in meinem Labor abholen. Sie finden dort außerdem eine Kopie meiner Vorlesung, falls Sie diese benötigen. Ah ja. War eine relativ kurze Vorlesung. Normalerweise geht ja eine Vorlesung 90 Minuten. Ja, Quatsch, doch morgen. Aber ich sage ja eigentlich kurz. Normalerweise sitzt du 90 Minuten drin in so einer Vorlesung. Und die sind nicht wirklich interessant. So, aber dann holen wir uns unser Mammut.
Oh. Und das Schlimme ist ja heutzutage bei den modernen Professoren, die halten sich nicht mehr dran, dass es eine Vorlesung ist. Also die stehen nicht nur vorne dran und machen das, sondern die kommen auf einmal laufen rum und reden mit einem und stellen dann Fragen. So, dann nehmen wir uns das Manuskript mit. Die Legende von der Elfenbeinarche. Könnte es jetzt vorlesen, aber sonst wäre es zu sehr gelabert. Was wir auf jeden Fall mitbekommen haben, es gibt da anscheinend, gell, die sind immer rum und einfach Fragen gestellt. Und selbst wenn sich irgendwelche Leute ganz nach hinten gesetzt haben, sie da hinten, sagen sie mal, was halten sie da davon? Also egal wo du gesessen bist, du konntest immer gefragt werden. Auf jeden Fall haben wir uns ja erfahren, es gibt da oben anscheinend eine Insel Siberia, also da hat das Spiel seinen Namen her, eine Insel Siberia, auf der noch Mammuts leben. Interessant, interessant. So, unser Mammut nehmen wir mal auch noch mit. Auch alles in BH wieder rein. Können wir da noch mit dem Professor irgendwas bereden? Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Nix. Wir gehen jetzt. Die Ankunft in Barock? Sie sind mit... Ja. Nein. Oh. Ich muss jetzt gehen. So. Adieu, Professor. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zur Lokomotive. Und fahren weiter. Und kommen wir dann vielleicht nach Sibirien, wer weiß. Wer weiß, wo wir als nächstes landen werden. Oh. Oh, Entschuldigung. Ich komme hier aber aus Versehen aus dem Fenster raus. Weil ich muss ja leider im Fenstermodus spielen, sonst kann ich das Spiel nicht einfangen. Und wenn ich da ein bisschen zu sehr dran klick, bin ich aus dem Fenster draußen. Benutzen wir hier vorne mal wieder den Mechanismus zum Aufziehen. Das war wirklich immer unverschämt. Na gut, die jüngeren, moderneren Professoren haben das bloß gemacht. Die Alten, die haben so den vorne dran gestanden, haben 90 Minuten, anderthalb Stunden gelabert und gut war's. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Zeiten. So eine Unverschämtheit. Aber echt. So, unsere Lok ist aufgezogen, Leute.
unsere Lokomotive. Oh, entschuldigung, das Telefon. Wer ruft denn jetzt an? Hallo? Hallo? Wo bist du? Hallo, Dan. Ich bin in Barockstadt. Oh, der prächtige Dan. Eine Stadt. Dort liegt wohl der Mann, den du suchst. Kommst du bald zurück? Nach dem, was ich bisher gesehen habe, ist es eher eine riesige Universität mit einem wunderbaren Volierenbahnhof. Das müsstest du sehen. Überall Bäume und Vögel. Ganz sonderbar. Ich frage mich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Besichtigungstour ist. Und? Kommst du bald zurück? Ich glaube nicht. Weißt du, der Zug, mit dem ich reise, hat ein mechanisches Problem. Deshalb mussten wir hier anhalten. Wir? Weißt du nicht allein? Wer begleitet dich? Oskar, der Zugführer. Oskar! Interessierst du dich auf einmal für Mechaniker? Dan, sei doch nicht albern, bitte. Oskar ist ein Automat, den dieser Herr Vorarlberg, die Person, die ich suche, erfunden hat. Kein gewöhnlicher Automat. Er hat was von einem englischen Butler, wenn du verstehst, was ich meine. Und ziemlich pingelig ist er auch. Kate, ich habe langsam genug von deinen verrückten Geschichten. Es wird Zeit, dass du zurückkommst. Meine Mission ist noch nicht beendet. Zum Teufel mit deiner Mission. Du hättest sie nie annehmen dürfen. Wenn du dich weiter mit Routinefällen befasst hättest, wäre für uns jetzt alles einfacher. Wie denn für uns? Darf ich dich daran erinnern, dass ich es bin, die hier Probleme hat? Während ich versuche, ganz alleine diese immer neuen Situationen zu managen, sitzt du gemütlich zu Hause und trinkst deinen Whisky. Du warst doch damit einverstanden, dass ich fahre. Es war ja auch nur von 2-3 Tagen die Rede, Kate. Warum versuchst du nicht, mich eigentlich zu verstehen? Dich verstehen? Zu allem Überfluss soll ich jetzt auch noch dich verstehen? Und was soll ich verstehen, bitte? Dass der Herr sein kleines Spielzeug vermisst? Also, jetzt reicht es. Mehr will ich gar nicht hören. Ruf mich an, wenn du dich wieder beruhigt hast. Ich bin völlig ruhig. Du bist es, der mich aufregt. Ich hätte lieber ein paar aufbauende Worte gehört als deine Vorwürfe. Du bist schrecklich egoistisch. Du bist hier der Egoist. Oh, eine unverschämte Typen. Oh, eine unverschämte Typen. So, Oskar, wir fahren weiter. Aber, oh Gott, wisst ihr noch, wir mussten das letzte Mal auch dies und jenes und... Alles in Ordnung, Oskar? Ja, Kid Walker, ich warte darauf, die Reise fortzusetzen. Ja, dann fahr los, abfahrt. Ist ansonsten alles in Ordnung, was die Mechanik betrifft, Oskar? Kid Walker, dieser Zug weist keinerlei Probleme auf. Das Aufziehen des Federmechanismus ist eine völlig normale mechanische Routinearbeit. Nun ärgern Sie sich doch nicht gleich, Oskar. Ich wollte Sie nicht kränken. Wir können fahren, Oskar. Kate Walker, ich erinnere Sie an eine der Anweisungen für diese Reise. Jegliches Objekt, das zum Inventar dieses Zugs gehört, muss vor der Abfahrt wieder im Zug sein. Jetzt geht jetzt schon wieder los. Ich verstehe nicht ganz. Es fehlt ein Objekt, Kate Walker. Mein Gott, die Puppe! Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie sie wieder auf Ihren Sockel setzen würden, Kate Walker. Ich muss jetzt gehen, Oskar. Bis später. Ja, Kate Walker. Zum Glück haben wir den Pup mitgenommen. Zum Glück haben wir den Pup noch mitgenommen. So, jetzt da aber losfahren. Alles in Ordnung, Oskar? Oskar! Ja, Kid Walker, ich warte darauf, die Reise fortzusetzen. Dann, Oskar, fahren wir bitte Wenn los. Wenn Sie mir diesmal wieder sagen, dass noch etwas fehlt, Oskar? Alles ist in bester Ordnung. Nehmen Sie Platz, Kid Walker. Wir fahren los. Wir fahren los. Na prima. Achtung. Kommen wir da überhaupt durch, durch die Mauer? Kommen wir da überhaupt durch? Tja. Ich wusste es. Irgendwas ist jetzt hier schon wieder los. Was ist los, Oskar?
muss ich auf der anderen Seite raus. Ah, ich muss bestimmt auf der anderen Seite raus. Und ich kann hier nichts auswählen. Das über ein Häuschen. Was machen Sie denn da, Oskar? Jeder muss sich an die Regeln des Schienenverkehrs und an die Zollbestimmungen halten. Oskar, denken Sie nicht, es ist an der Zeit, mit diesen Kindereien endgültig aufzuhören? Um durch die Mauer zu gelangen, ist eine Durchfahrtsberechtigung erforderlich, Catwalker. Und wissen Sie nicht zufällig, wo ich ein solches Dokument bekomme? Den Passierschein! Mit Sicherheit ein Instrument, der die Mauer untersteht und die befugt ist, ein solches Visum auszustellen. Eieiei, wir brauchen den Passierschein A38. Gut, also dann bis nachher, Oskar. Ja, Kate Walker. Wir brauchen den Passierschein A38. Ach, hier geht's auch weiter. Ah, da hinten ist eine Tür in die Mauer rein. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Der hat sich da eingesperrt, der Typen. Der hat sich da eingesperrt, der verrückte Typen. Dann gehen wir mal auf die Mauer drauf. Jesus Gott. Ey, zu schön das Telefon. Hallo? Kate, bist du es? Was ist los? Ich hab's endlich geschafft, meinen mechanischen Zug aufzuziehen, der mich zu Hans Vorarlberg bringen soll. War gar nicht so einfach. Erst musste ich noch mit zwei so merkwürdigen Binnenschiffern verhandeln. Komische Leute. Naja. Und jetzt stehe ich vor einer riesigen Mauer und komme nicht weiter. So eine Art chinesische Mauer. Du müsstest das sehen. Meine ich doch gar nicht. Ich wollte wissen, was mit dir und Dan los ist. Dan! Wieso? Ich habe ihn auf der Party von Margie getroffen. Er hat mir gesagt, ihr hättet euch gestritten. Oh. Wir wollen mal nichts übertreiben. Bei unserem letzten Telefonat haben wir uns beide etwas aufgeregt. Das passiert nun mal. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber er sah echt nicht gut aus. Eher so, als sei er wirklich schlecht drauf. Ach, wie sieht er denn aus, wenn er schlecht drauf ist? Na, du weißt schon, mit seiner Strähne, die ihm in die Stirn fällt, seinem komischen Blick und der kleinen Falte in den Brauen. Ist mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht war ich ja wirklich etwas hart mit ihm, aber er will immer, dass ich so bin, wie er es sich vorstellt. Diese Mission stresst mich ziemlich. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Verständnis. Kann ich verstehen. Meins hast du jedenfalls. Also, erzähl mal, wie läuft's? Wie ich dir schon gesagt habe, ich komme voran. Langsam, aber sicher. Dieser Hans Vorarlberg scheint eine recht faszinierende Person zu sein. Naja, zu langweilen scheinst du dich ja nicht. Nicht wie hier auf der Arbeit. Monotonie total. Hoffentlich bist du bald zurück. Es dürfte nicht mehr lange dauern. Ich melde mich wieder. Bis bald. Lass bald wieder von dir hören, Kate. Und sei nächstes Mal etwas netter zu Dan. Ich werde es versuchen. Dan. Ah ja, guck mal, hier schon zu Zug. Hier schon zu Zug, Leute. Und hier ist der Häuschen. Ah ja. Und hier ist ein Typ. Hier ist ein Typen, Leute. Guten Tag. Kapitän Malatesta, Chefkommandant des Grenzpostens von Barockstadt. Zu Ihren Diensten. Ich grüße Sie, Kapitän. Ich heiße Kate Walker. Meine Firma hat mich damit beauftragt, einen Mann zu finden, der zurzeit angeblich irgendwo in Sibirien weilt. Was für eine absurde Mission. Das Risiko steht in keinem Verhältnis zu Ihren Erfolgschancen.
Kapitän, erlauben Sie mir die Bemerkung, dass mir das militärische Selbstverständnis, mit dem Sie eine völlig unnütze Mauer verteidigen, ebenso absurd erscheint. Ich könnte Ihre Worte jetzt als Beleidigung auffassen, aber ich verzeihe Ihnen. Sie sind jung und sich der wirklichen Gefahren, die uns drohen, nicht bewusst. Ich brauche eine Erlaubnis zum Überschreiten der Mauer und zur Fortsetzung meiner Reise nach Osten. Man sagte mir, Sie seien befugt, ein solches Visum auszustellen. Dies gehört in der Tat zu meinen Befugnissen. Allerdings stelle ich momentan keine Visa aus, da niemand sich über die Mauer hinauswagen darf. Und aus welchem Grund, bitte? Weil eine solche Reise viel zu gefährlich ist, ganz besonders für eine junge Frau wie Sie, die noch dazu alleine reist. Ich denke, das ist auch Ihnen klar. Gefährlich? Was wollen Sie damit sagen, Kapitän? Der Feind, wertes Fräulein, der Feind! Oh, seit mehreren Jahren beobachte ich ihn durch mein Fernrohr. Der Reiter dort hinten am Horizont, der Kundschafter einer Invasionstruppe. Er beobachtet uns, spioniert uns aus. Ich muss besonders vorsichtig sein. Er weiß, dass ich weiß, verstehen Sie? Und solange ich ihn überwache, wagt er nicht zu handeln. Sind Sie sicher? Absolut. Aber bitte, überzeugen Sie sich selbst. Kennen Sie Hans? Ist der Herr, der für das Tor zuständig ist, nicht da? Es gibt keinen Herrn, der für das Tor zuständig ist. Sie sollten wissen, dass ich, der Kapitän Malatesta, der alleinige Hüter dieses Tors bin. Und zwar seit ich dieses Amt im Jahre 1968 von meinem eigenen Vater, Oberstleutnant Malatesta, übernommen habe. Dann werden Sie mir wohl auch seinen Mechanismus erklären können. Er scheint recht kompliziert zu sein. Keineswegs. Ein Kinderspiel, wenn man sich nur einen Moment Zeit nimmt, seiner Logik auf den Grund zu gehen. Und Ihrer Lokomotive nach zu urteilen, dürfte das für Sie kein Problem sein. Warum sagen Sie das? Als ich Ihre herrliche Lokomotive sah, habe ich mir gleich gesagt, Sapristi! Sapristi! Nur Hans Vorarlberg kann solch eine Maschine entwickeln. Und ich weiß, wovon ich rede. Der Mechanismus des Tors ist sein Werk. Es war, wenn ich mich nicht irre, das letzte, das er in Barockstadt realisierte. Dann kennen Sie also Hans Vorarlberg? Nein, also nicht persönlich. Ich hatte damals gerade das Licht der Welt erblickt. Aber mein Vater hat mir viel von ihm erzählt. Und natürlich kenne ich seine Erfindungen. Sie sind zahlreich in unserer Stadt. Ich weiß. Ich stelle fest, dass auch das Alter seinem unglaublichen Erfindungsgeist keinen Abbruch getan hat. Wie geht es ihm? Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nämlich gar nicht. Ich suche nach ihm. Eine Erbschaftsangelegenheit. Und vielleicht wird mich sein Zug zu ihm bringen. Warum nicht? Seine Erfindungen waren schon immer unglaublich. Unglaublich! Zwischen dem Volierenbahnhof und dieser sachlichen Mauer ist schon ein gewaltiger Unterschied, nicht wahr? Ich hatte schon lange keine Gelegenheit zum Vergleich mehr. Meine Funktion erlaubt es mir nicht, meinen Posten zu verlassen. Ah ja. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen, Kapitän? Es war mir ein Vergnügen, gnädige Frau. Dann gucken wir doch einmal das Fernrohr. Ah ja. Okay. Das ist komisch, aber ich sehe keinen kosakischen Reiter. Oha. Nur einen abgestorbenen Baum mitten in einer trostlosen Ebene. Der arme Kapitän sieht wirklich schlecht. Naja. Ja, wie gesagt, wenn es verschwommen ist, sieht's aus wie ein Reiter. Kapitän, Sie Dummkopf! Guten Tag. Kapitän Malatesta, Chefkommandant. Sie! Ich brauche eine Erlaubnis. Dies und aus. Weil eine solche. Kapitän, ich versichere Ihnen, ja, der Feind ist ein Baum. Ist nichts weiter als ein abgestorbener Baum. Ein Baum? Das ist doch lächerlich! Sie haben wohl in Ihrem Leben noch keinen Kosaken gesehen. Kosakenzipfel. Wie lange beobachtet dieser Kosak schon Ihre Mauer? Lange, viel zu lange schon. Aber der Angriff kann unmittelbar bevorstehen. Wie soll man das wissen? Und die ganze Zeit verharrt der Reiter so in derselben Position? Kosaken sind Soldaten, wertes Fräulein. Sie sind in jeder Situation außerordentlich hartnäckig und ausdauernd. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen? Es war.
Haben wir eigentlich sonst hier noch irgendwas? Ach, eine zerbrochene Brille. Wenn die dem Kapitän gehört, sieht er wirklich schlecht. Bei den dicken Gläsern. Weingläser. Wir haben doch ein Wein und ein Sergalla-Cola-Pulver. Was war denn dieses Sergalla-Cola-Pulver? Das steigende Sehkraft. Ja. Ich denke mal, das müssen wir bestimmt mischen. Jetzt nehmen oder muss ich jetzt mit Zoe nochmal anreden? Herr Oberst! Herr Oberst! Kapitän, hört es voll ein. Dabei hätte ich Sie für einen hohen Offizier gehalten. Danke für das Kompliment. Ja, es stimmt leider, dass wir Grenzsoldaten oft von den militärischen Behörden übergangen werden. Wie ungerecht. Ich kann Sie verstehen. Aber lassen Sie uns die Sorgen für einen Moment vergessen und miteinander anschließen. Genau, jetzt wird gesoffen. Oh. Es wäre mir ein Vergnügen, wertes Fräulein, aber leider ist das gegen die Vorschrift. Ein bisschen Wein hat noch keinem geschadet. Es braucht ja niemand davon zu erfahren. Wein? Sie sind sich doch darüber im Klaren, dass Sie mich damit in eine peinliche Situation bringen. Aber ich bitte Sie, Kapitän. Kommen Sie, ein Glas voll Wein. Ich versichere Ihnen, der Wein ist ausgezeichnet. Einen winzigen Schluck also. Hier, Ihr Glas. Auf Ihr Wohl, Kapitän. Auf Ihr Wohl. Ich habe schon lange keinen Wein mehr getrunken. Und schon gar nicht. Schenk ein! Gesellschaft. Er ist wirklich ausgezeichnet. Gell? Nicht wahr? Sie müssen wissen, dass dieser Wein aus Barockstadt ist. Wald-Sauvignon, der aus Amazone stammt und der im Garten des Bahnhofs kultiviert wird. Sowas? Sowas? Das haben die Herren der Universität aber sorgfältig verschwiegen. Wissen Sie, Herr Kapitän, ich muss meine Reise in den Osten unbedingt fortsetzen. Daran ist gar nicht zu denken. Sie machen sich nicht klar, wie gefährlich das ist. Der Feind beobachtet uns. Der Feind? Vielleicht ist Ihr Kosakenreiter ja gar nicht das, für was Sie ihn halten. Vielleicht ist es einfach nur ein abgestorbener Baum mit ungewöhnlichen Formen. Sie sollten das noch einmal prüfen. Man weiß ja nie. Ich bitte Sie, Kapitän. Nun gut, einer Frau werde ich das nachsehen und ihrem Wunsch Folge leisten. Auch wenn das alles lächerlich ist. Der Feind war ein einfacher Baum. Wie peinlich. Nicht so tragisch, Herr Kapitän. Irren ist schließlich menschlich. Ja, ein Baum. Nichts weiter als ein simpler Baum. Fassen Sie sich, Herr Kapitän. Ich denke, jetzt hindert Sie nichts mehr daran, mir ein Visum auszustellen. Oh, natürlich nicht. Es besteht keinerlei Gefahr mehr. All diese Jahre. Kein Kosak mehr. Nichts mehr zu beobachten. Seien Sie doch froh, Kapitän.
Jetzt brauchen Sie nicht mehr ununterbrochen auf Ihrem Beobachtungsposten zu sein. Die Leute können jetzt wieder reisen und Sie können nun endlich Ihre wirklichen Funktionen wahrnehmen und Reiseberechtigungen erteilen. Sie haben recht. Ich unterzeichne Ihnen umgehend ein Visum zum Überschreiten der Mauer. Sehr gut. Hier, bitte. Dankeschön. Berechtigung zum Überschreiten der Grenze. Dieses Dokument berechtigt seinen Träger sowie alle Güter, die er bei sich hat, das Tor der Grenzmauer zu durchschreiten. Kapitän Malatesta, Torkommandant. Achtung! Da davon ausgegangen werden muss, dass die Reise in das östliche Territorium jenseits unserer Schutzmauer voller Unsicherheiten und Gefahren ist, kann die Mauerbehörde den Schutz der reisenden Personen jenseits der Mauer nicht gewährleisten und lehnt jegliche Verantwortung diesbezüglich ab. Danke. Auf Wiedersehen, Herr Kapitän. Und bleiben Sie wachsam. Dürfte ich Sie bitten, die ganze Affäre für sich zu behalten? Aber sicher. Verstehen Sie? Aber sicher. Ehrenwort, Herr Kapitän. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Und 2 Wochen später war er tot. Es ist verriegelt. Und 2 Wochen später war er tot. Derjenige, der das gesagt hat. Zum Oscar sein Visum. Ich bitte Sie, Oscar. Dokumente. Zollbescheinigung. Ja. Nehmen. Hier, nimm hier, die Zettel. Visum. Ich hoffe, es ist alles richtig so, mein lieber Oscar. Alles richtig, ja. Hier ein Ticket. Jede Ticket. Fahrkarte mit der mechanischen Eisenbahn. Abfahrt von Barockstadt. Wir können jetzt also wirklich losfahren? Ja, wir sind bereits sehr spät dran, Kid Walker. So, dann rein in den Zug. Rein in den Zug und abgefahren. Bitte. Menschenskinde. Hier, Oscar. Danke, Kate Walker. Darf ich Sie jetzt bitten, an Ihren Platz zurückzukehren, Kate Walker? Sofort, Oscar. So, und weiter geht die Fahrt. Jetzt bin ich gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Jetzt bin ich gespannt, wo es jetzt hingeht. Das ist ja praktisch. Zug. Der Zug kann sich selber das Tor aufschließen. Das ist sehr praktisch.
volle Kraft voraus. Da ist der Kozaki. Da ist der Kozaki. Jesus Gott. Aha. Ich hab mir paar ins Ruhrgebiet. Wir sind schon wieder stehen geblieben. Wir sind schon wieder stehen geblieben. Na gut, ich komme bloß auf der einen Seite raus. Oskar, wieso sind wir hier an? Wieso halten wir hier? Kate Walker! Kate Walker! Ja, was ist denn was los? Was ist los, Oskar? Warum hält der Zug schon wieder? Wo sind wir? Der Federmechanismus der Lokomotive ist erneut entspannt, Kate Walker. Wo wir sind, kann ich Ihnen allerdings auch nicht sagen. Also gut, dann müssen wir uns mal wieder auf die Suche nach einem Zugaufzieher begeben, mein lieber Oskar. Hoffentlich gibt es hier sowas. Die äußeren Bedingungen, die hier herrschen, erlauben es mir nicht, die Lokomotive zu verlassen. Ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass meine Gelenke definitiv einrosten. Also wirklich, Oskar. Sehen wir die Sache positiv. Im Grunde kommt mir dieser Halt gelegen. Ich muss mir mal die Beine vertreten. Stimmt irgendetwas nicht, Kate Walker? Haben Sie etwas nicht bequem? Lässt der Service in diesem Zug zu wünschen übrig? Ich werde sofort eine ordnungsgemäße Reklamation ausstellen. Aber nein, Oskar. Es ist alles perfekt, glauben Sie mir. Aber ein kleiner Spaziergang wird mir gut tun. Was für eine düstere Atmosphäre. Ich frage mich, wie ich hier einen Zugaufzieher finden soll. Ich vertraue Ihnen da voll und ganz, Kate Walker. Sie sind eine mutige und intelligente Frau. Sie Heuchler. Oskar, könnten Sie mir nicht einmal unter die Arme greifen? Es würde schneller gehen, wenn wir den Zugaufzieher gemeinsam suchten. Das will ich nicht bezweifeln, Kate Walker. Aber der hohe Schwermetallgehalt der Luft stellt eine wirkliche Gefahr für meine Zahnräder dar. Es stimmt allerdings. Es stimmt allerdings. Wir können nur hoffen, dass Hans Vorarlberg hier auch gelebt hat und für den eventuellen Stillstand seiner zukünftigen Lokomotive einen Zugaufzieher vorgesehen hat. Sonst sehe ich für den Rest der Reise schwarz. Vergessen Sie nie, dass Hans Vorarlberg ein wahres Genie ist. Ja, aber auch ein vorausschauendes Genie? Das werden wir wissen, sobald Sie den Zugaufzieher gefunden haben. Ach, Oskar, was würde ich nur ohne Sie machen? Wir halten immer wieder an, ob wir wohl überhaupt noch einmal am Ziel unserer Reise ankommen. Sie brauchen den Zug nur aufzuziehen und wir fahren unbedingt weiter. Wenn Sie das sagen. So. Bis gleich, Oskar. Ich bin gucken wir mal, ob wir was finden. Dann gucken wir mal, ob wir was finden. Ob man was findet hier im Bahnhof. Die Tür ist verriegelt. Ah ja. Ich werde wohl einen anderen Weg finden müssen. Ah ja. Ah, hier können wir hoch, hier können wir hoch. Aha. Das hier ist schon ein Plan und hier ist was im Fuß. Irgendwas im Fuß, irgendwas im Fuß ist markiert. Okay. Was ist das? Hier noch Bücher.
Und sonst ist hier, glaube ich, nichts. Eine Klangwalze? Kongolzgrad. Kongolzgrad. Und eine Kurbel. Yes, das Leute, eine Kurbel. Meine Güte, eine Kurbel. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ja, das ist ja dein Lieblingssatz. Oh, jetzt habe ich die Kurbel eingesetzt. Ach, irgendwie scheint das Ding hier kaputt zu sein. Ach, da muss man wahrscheinlich erst reparieren müssen. Gehen wir nochmal dahinter und gehen mal in die andere Richtung. Vielleicht finden wir da ja was. Vielleicht finden wir da ja was. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ah, guck mal, hier ist eine Kiste. Eine Explosionskiste, um Gottes Willen. Okay, Moment, hier ist was. Oh, ein Aufzug. Wir sind doch jetzt unter der Erde. Hallo? Da geht doch das Telefon gar nicht. Ich bin Dan. Hörst du mich? Dan? Dan? Bist du es? Der Empfang ist sehr schlecht. Dan? Wir müssen reden. Was tun? Wegen dem letzten Gespräch. Dann ist der Weg. Es rauscht total. Ich versuche dich anzurufen, wenn ich aus der Mine raus bin. Was hast du? Eine Mine? Was sagst du? Wo bist du? Wir müssen unbedingt reden. Die Verbindung wird immer schlechter. Ich leg auf. Jesus Gott. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ja, wie bei dir immer alle Teile fehlen. Ui. Das ist jetzt auch mal unheimlich, da in so eine dunkle Mine reinzugehen. Weiterlaufen ist zu riskant. Das stimmt allerdings. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Gucken wir uns mal diese Klangwalze an. Wir können uns ein bisschen was anhören. Das ist eine Klangwalze. Wir haben ja hier drin so ein Abspielgerät. Genau hier können wir ja das einsetzen. Dann gucken wir mal. Jetzt wollen wir schon wieder eine Sequenz bekommen. Lieber kleiner Bruder, wie bin ich froh nach all der Zeit, nach all diesen langen Kriegsjahren nun endlich wieder von dir zu hören. Du bist also jetzt bei den Sowjets gelandet, von denen man viel Stalin! Die schlechte Atmosphäre dieser scheußlichen Fabrik, die du beschreibst, gefällt mir gar nicht. Auch wenn dein Talent dort gebührend geschätzt wird und die Automaten, die du entwickelst, bei den mühevollsten Arbeiten nach und nach die Arbeiter ersetzen. Ich bin stolz darauf, dass die Vorarlberg-Automaten einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen dieser Menschen leisten. Hier in Valladolid bemühen wir uns, so gut es geht, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Manche sind heimgekehrt, andere nicht. Doch das Leben geht weiter. Ich umarme dich, Anna. Stalin, yay!
So, guck mal, jetzt haben wir alle Klangwalzen haben wir. So, jetzt müssen wir allerdings noch mal hier raus. Irgendwas muss ja noch sein. Irgendwas muss ja hier noch sein. Sonst gehen wir noch mal zur Figur hoch. Vielleicht muss ich doch irgendwie mit dem Hebel irgendwie was machen. Gehen wir noch mal hoch. Oh, was hat er jetzt gemacht? Die Figur bewegt sich! Hilfe! Die Figur bewegt sich! Oh Gott! Die zerquetscht durch die Lokomotive! Jesus Gott! Okay. Irgendwas drin, aber ich hab hier nichts. Hab hier nichts zum Benutzen, okay. Sonst ist hier klar, oder? Ist hier noch irgendwas? Nee. Fährt weiter. Kann ich noch weiterfahren mit der Figur? Nee. Nee, bleib mal da vorne, bleib mal da vorne. Und ich stehe doch jetzt über unserer Lokomotive. Da, guck! Ich wusste doch, irgendwas ist mit der Figur. Sehr gut, haben wir unsere Lok wieder aufgeladen. Perfekt. Welcher Typen?
Was war das hier vom Typen? Der ist doch hier reingegangen. Die Tür ist verriegelt. Ich werde wohl einen anderen Weg finden müssen. Oh. Ja? Kate, hörst du mich diesmal besser? Ja, ich höre dich sehr gut, Dan. Aber ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ich habe es sehr eilig. Ich wollte mich entschuldigen. Ich gebe zu, ich war nicht sehr verständnisvoll das letzte Mal. Es tut mir leid und... In Ordnung, lieb von dir, aber ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Ich bin dir nicht mehr böse, aber ich muss unbedingt hinter jemandem her. Aber Kate, es ist wichtig. Ich rufe dich zurück, tut mir leid. Oskar, was war das für ein Typen? Wo ist denn der Oskar? Wieso ist der Oskar nicht da? Ah, der Typ nicht aus dem Zug rauskommen. Der hat doch irgendwas mitgenommen im Zug. Der hat doch irgendwas geklaut im Zug. Irgendwas hat der Typen doch geklaut. Oskar, Junge, Blech. Hui, Gack. Also unsere Walzen sind noch da. Das Mammut auch. Mein Gott, Oskar! Jetzt Oskar, Oskar! Was haben die mit Oskar gemacht? Oskar, was ist passiert? Jesus! Fühlen Sie sich nicht wohl? Das alles ist nicht zu ertragen, nicht zu beschreiben, nicht zu glauben. Man hat mich angegriffen. Oha! Was soll das heißen, man hat sie angegriffen? Meine Hände! Ich habe keine Hände mehr! Man hat sie mir geraubt! Nein, sie haben Oskar die Hände! Mehr. Aber wer konnte so etwas tun? Was ist so los? Klauen dir Oskar die alles Hände! Ist sicher, Kate Walker. Diesen gemeinen Raub kann nur ein Unmensch verübt haben. Ein Individuum, das nicht den leisesten Hauch von Anstand besitzt. Aber sowas. Haben Sie gesehen, wer Sie angegriffen hat? Was genau ist passiert? Nun ja, ich war hier und habe ein bisschen geputzt. Bei diesem Staub hier überall dachte ich mir, es könnte nicht schaden, wenn... Oskar. Ja. Ich war also sehr beschäftigt, als mich auf einmal zwei starke Arme von hinten griffen und mich fesselten, ohne dass ich mich verteidigen konnte. Ich wollte nach ihnen rufen, aber mein Angreifer hat mich geknebelt, noch bevor ich einen Laut hervorbringen konnte. Dann hat er mit seinen fürchterlichen Zangen meine Hände abgebaut. Es war schrecklich. Das will ich Ihnen gerne glauben, Oskar. Haben Sie ihn gesehen? Ein Unmensch, kann ich Ihnen sagen. Blutunterlaufene Augen, ein stählernes Gebiss, eine braune, schuppige Haut und ein ekelerregender Geruch. Ein Ungeheuer, Kate Walker. Ein bewaffnetes Ungeheuer. Beruhigen Sie sich, Oskar. Es wird alles wieder gut. Der Oskar. Ich frage mich, wen wohl die Hände eines Automaten interessieren könnten. Ich muss zugeben, meine Hände sind kleine technologische Meisterwerke. Ich hänge sehr an Ihnen, Kate Walker. Ich flehe Sie an. Bringen Sie sie mir so schnell wie möglich und intakt wieder zurück. Ich werde mein Bestes tun, Oskar. Wie Sie selbst sagen, ich bin mutig und intelligent. Vielen Dank, Kate Walker. Aber vor allem, seien Sie vorsichtig. Keine Sorge, Oskar. Kommen Sie, Oskar. Wir werden uns umgehend auf die Suche nach dem Dieb machen. So einfach lassen wir uns nicht beeindrucken. Kate Walker, nicht, dass Sie denken, ich fühlte mich von dem Problem nicht betroffen. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne hierbleiben. Das ist sicherer. So kann ich den Zug bewachen. Natürlich finden Sie immer einen guten Grund, sich aus allem rauszuhalten. Aus fast allem, meine ich. Kate Walker, auch ein Automat verdient etwas Mitleid. Ich wurde gerade hinterhältig angegriffen. Meine körperliche Unversehrtheit wurde zerstört. Ich stehe kurz vor einem Zahnradzusammenbruch. Und noch dazu muss ich Ihre egoistischen Beschuldigungen ertragen. Ruhen Sie sich erst einmal aus, Oskar. Ohne Hände können Sie mir sowieso nicht viel helfen. Können Sie mir nicht etwas mehr sagen, Oskar? Ich habe Ihnen alles gesagt, Kate Walker. Und ich möchte jetzt nicht mehr daran denken. Wie alt war Ihr Angreifer Ihrer Meinung nach? Wie alt? Ungeheuer haben kein Alter. Bei seinem Anblick lief es mir kalt über die Zahnräder.
Ich stelle ihn mir eher etwas älter vor. Ein Mann, der sich für Automaten interessiert, der sich hinreichend auskennt, um ihre Hände mit einer simplen Zange abzubauen. Ich fürchte, ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Und wenn es Hans Vorarlberg war? Kate Walker, bei allem Respekt, den ich Ihnen zolle, erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass diese Idee stupide ist. Hans Vorarlberg, mein Angreifer? Ein Vater, der sein eigenes Kind angreift? Ich bitte Sie. Außerdem, und ohne mich brüsten zu wollen, muss man schon ein gewisses Kaliber haben, um mich zu überwältigen. Sie haben wahrscheinlich recht, Oscar. Es tut mir leid. Wissen Sie, ob Ihr Angreifer noch andere Dinge gestohlen hat? Als er meine Hände hatte, rannte er in aller Eile davon. Nun ja, das ist immerhin eine gute Nachricht. Der Zug ist intakt. Wie? Intakt? Ich bin der Fahrer dieses Zuges. Ich wurde für ihn entworfen und er für mich. Indem man mich sabotiert, sabotiert man auch die Lokomotive. Ohne mich kann sie nicht weiterfahren. Ach, könnten Sie mir nicht erklären, wie sie funktioniert? Das ist strengstens verboten, Kate Walker. Es gibt nur einen Lokführer und der bin ich. Ich vermute im Übrigen, Sie haben weder einen Lokführerschein, noch eine Fahrererlaubnis, noch den Status eines Co-Piloten. Meinen Sie wirklich, es ist der Moment, sich jetzt auf Vorschriften zu versteifen? Vorschrift ist Vorschrift, Kate Walker. Okay. Also gut, ich mache mich jetzt auf. Geben Sie auf sich Acht, Oscar. Viel Glück, Kate Walker. Und vergessen Sie mich nicht. Der Oscar. Oh, Leute, hier liegt noch was. Hier liegt noch eine Zange. Oder was ist denn das? Ja, rein in den BH. Wunderbar. Ein Metallschneider. Sehr gut. Ein Metallschneider. Erinnert ihr euch? Wir sind doch vorhin da oben gewesen bei diesem komischen Fenster. Vielleicht können wir das mit diesem Metallschneider noch etwas aufschneiden. Vielleicht können wir das noch etwas aufschneiden. Wir müssen bloß wieder mit dem Figur da hinfahren. Also, gehen wir nochmal auf die Figuren auf. Nach vorne. Tipp. Und zack. Jetzt schneid mal hier das auf. Ja, guck, klappt sogar. Klappt sogar. Nice, 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 nice. Bums. So, geh mal rein. Geh mal rein, Uschi. Und was haben wir hier Schönes? Uschi, da runter. Hier kann ich wohl nicht lang. Hier kann ich wohl nicht lang. Ach, hier schon was? Was haben wir hier? Was ist das? Zündkerzenautomat. Ja, vorhin, wo wir in der Mine unten waren, war ja wie so ein Ding, da hat ja wie die Sicherung oder irgendwie Zündkerze Sicherung oder irgendwas gefällt. Oh. Wahrscheinlich. Hier sieht man auch nichts, gell? Kann ja hier nichts aufschneiden, aufschlagen. Thank you.
Nicht rauchen. Ja, und ich sage, müssen wir wahrscheinlich nochmal in diesen dunklen Keller runter. Wieder ganz Rune. Gunnarsson, ich grüße dich. Leute, begrüßt Gunnarsson. Ein lange nicht da gewesener Gast, du Gunnarsson. Und geht es jetzt? Oder hat es gereicht, dass ich es jetzt hier nur einsetze? Nee, da muss doch irgendwas noch in den. Schon irgendwo ein Hebel, den ich umlegen muss. Ah, da ist der Hebel, Leute. Yay, Leute! Wir haben Strom! Oh, jetzt können wir weiter in das Bergwerk hinein. Weiter in das Bergwerk. Der Steiger fährt ins Bergwerk hinein. Ist das der Ratz? Der Steiger fährt ins Bergwerk hinein. Das ist nicht nötig. Okay. Ist wieder ein Aufzug. So wieder irgendwo angekommen. Diesem Industriekomplex. Jesus Gott, das ist hier verwinkelt und. Hier schon was. Wenn ich das hier wegmache. Nee, da brauche ich irgendwie einen Schraubenzieher. Da brauche ich anscheinend irgendwie einen Schraubenzieher. Oder was soll denn das sein? Sieht wie so Orgelpfeifen sieht es aus. Ui, da sitzt jemand. Da sitzt jemand. Ach, das ist ein Automat. Sind das etwa die Hände vom Oscar? Hier ist ein Schraubenzieher. Hier ist ein Schraubenzieher.
Aber mit dem Schraubenzieher bekomme ich doch jetzt bestimmt die Dinge weg. Die Tür ist wahr. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Da, 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 da. Und Schild muss weg. So, jetzt kommen wir die Leiter hoch. Der Bomber spielt Tunche. Der Bomber spielt Tunche. Wer oder was immer Tunche ist. Ui, ui. Hier ist der Typ, der den Oskar überfallen hat. Jetzt. Hey, Sie, wer sind Sie? Achtung, ich warne Sie. Sie machen mir keine Angst. Was wollen Sie von uns? Warum haben Sie das getan? Da muss ein Missverständnis vorliegen. Ach, für Sie ist ein Diebstahl also ein simples Missverständnis. Geben Sie mir meine Hände zurück. Ihre Hände? Nur mal nicht so schnell. Ich bin kein... Oh, Entschuldigung. Dieb. Außerdem, ich kann das alles erklären. Sie dringen ohne Erlaubnis in meinen Zug ein. Sie greifen meinen Automaten an. Sie verstümmeln ihn, indem sie ihm seine Hände rauben. Wenn das kein Diebstahl ist? Ich habe die Hände nicht gestohlen. Nur ausgeliehen. Sie wollen sich wohl über mich lustig machen? Das würde ich mir nie erlauben, Fräulein. Darf ich wissen, warum Sie die Hände meines Pilotautomaten Oskar gestohlen haben? Sie sind ganz außerordentlich. Ein mechanisches Wunder. Nie hätte ich selbst solche Hände entwickeln können. Ein Meisterstück. Und welche Präzision in der Ausführung. Diabolisch. Diabolisch. Und nur weil sie Ihnen so gefallen, haben Sie sich überlegt, sie zu stehlen. Auszuleihen, Fräulein. Kurzfristig auszuleihen. Natürlich bekommen Sie sie zurück, sobald ich sie nicht mehr benötige. Sie können... Wie bitte? Diese Hände sind das Einzige, was meiner Anlage noch fehlte. Das letzte Element für den Pianistautomaten. Jetzt wird mein Traum vielleicht in Erfüllung gehen. Ich habe diese alte, stillgelegte Fabrik zur wunderbarsten Konzerthalle aller Zeiten gemacht. Wie Sie sehen, habe ich die Schornsteine der Hochöfen in hier wieder alle bekloppt in dem Spiel. Unglaublicher Kraft verwandelt. Das alles, um die größte aller Sängerinnen musikalisch zu begleiten. Jetzt fehlt nur noch sie. Wer sind Sie? Wer sind Sie, ja? Sergei Borodin, Direktor des Industriekomplexes Komkolzgrad. Vielmehr dessen, was davon übrig ist. Und Sie? Wer sind Sie? Und warum halten Sie ohne Genehmigung in meinem Bahnhof? Ich hatte nicht die Absicht, in Ihrer Fabrik zu halten, aber mein Zug hat ein mechanisches Problem. Ich heiße Kate Walker, Anwältin aus Amerika. Was für eine skurrile Idee, einen so weiten Weg zurückzulegen, um diesen Ort zu besichtigen. Ich sagte Ihnen bereits, dass ich nicht die Absicht hatte, hier zu halten. Ich bin geschäftlich unterwegs. Ach ja. Und was bringt Sie hier bis zu mir? Das sagte ich bereits. Ein dummes mechanisches Problem. Entschuldigung, ich kann Ihrer komplizierten Geschichte nicht folgen. Wie dem auch sei, ohne die Hände meines Pilotautomaten sitze ich hier fest. Ich habe das alles nur für diese Frau erfunden und gebaut. Verstehen Sie? Um sie noch einmal hier in meiner Fabrik singen zu hören. Ja, welche Frau? Von wem sprechen Sie? Genau, von wem sprechen Sie eigentlich? Helena Romanski. Die einzigartige, wunderbare Helena Romanski. Eine Stimme so rein, so kristallklar. Ein Engel. Sie hat einmal hier gesungen,
als Kompkolsgard noch ein blühender Industriekomplex war. Es war ein magischer, irrealer Moment. Lange, sehr lange Zeit später war sie es vielleicht, die mir das Leben rettete, indem sie ihm einen Sinn gab. Als man mir verkündete, dass das Programm zum Abbau der Mine eingestellt würde, dass ich, der Direktor, nutzlos geworden und zum Wärter eines verrosteten Zeugen einer vergangenen Epoche degradiert war. Wie sollte ich diese Untätigkeit ertragen? Da erwachte in meinem Geist ein grandioses Projekt. Oh, wunderbar, ein Wahnsinn. Helena Romanski sollte erneut in dieser Fabrik singen. Und dieses Mal nur für mich. Für mich ganz allein. Mhm. Und diese Dame ist damit einverstanden? Wenn sie erfahren wird, was ich zu ihrem Empfang realisiert habe, wie ich zunächst dieses monströse Geflecht aus Rohren umgearbeitet habe, um es in die mächtigste Orgel zu verwandeln, die je gebaut wurde. Aber dort, wo einst das eingeschmolzene Metall floss, ist heute nur noch Luftdruck für die Musik. Und dann musste ich noch einen Pianist-Automaten entwickeln. Doch die Herstellung der Hände war sehr kompliziert und ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, als Sie kamen. Was für ein Glück, nicht wahr? Wirklich ein glücklicher Zufall. Für Sie. Nun gut, und wann kommt diese Frau Romanski, damit ich endlich meine Hände wiederbekomme? Ich weiß nicht. Man müsste sie vielleicht informieren und holen. Könnten Sie das nicht tun? Ja, sonst noch was. Je schneller Sie sich hierher bringen, umso schneller werden Sie Ihre Geschäftsreise fortsetzen können. Ja, das scheint mir eine sehr gute Idee. Können Sie mir versprechen, dass Sie mir wirklich, nachdem Ihre Helena gesungen hat, die Hände meines Automaten zurückgeben? Ich verspreche es Ihnen. Sie haben mein Ehrenwort. Oh, schon wieder einer, der sein Ehrenwort gibt. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als Ihnen zu glauben. Schon wieder einer. Und wo finde ich diese Dame? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber für eine Frau von Welt wie Sie dürfte es doch kein Problem sein, sie zu finden. Helena Romanski war eine internationale Berühmtheit. Ich habe eine Menge Dinge über sie gesammelt. In einem Zimmer, das ich ihr gewidmet habe. Ein kleines persönliches Museum, wenn Sie so wollen. Sie sollten es sich mal ansehen. Diese Geschichte ist völlig absurd. Aber sowas von absurd. Aber sowas von absurd. Und wenn ich Ihnen helfen würde, andere Hände zu bauen? Warum sollte man sich das Leben schwer machen, wenn man doch schon hat, was man braucht? Außerdem wage ich zu bezweifeln, dass Sie solche perfekten Hände bauen können. Sie haben von einem Pianistautomaten gesprochen, nicht wahr? Wo haben Sie den gefunden? Nun ja, wissen Sie, ich bastle selbst ein bisschen herum. Problematisch waren nur die Hände. Ich hatte diesen Teil etwas unterschätzt. Die Hände eines Pianisten, das ist eine komplexe Sache. Aber vergessen wir es. Jetzt hat er schließlich perfekte Hände. Perfekt. Eine merkwürdige Leidenschaft. Gibt es hier noch andere Automaten, die von Ihnen sind? Nein, die Mechanik interessiert mich nicht an sich. Ich benötigte nur einen Roboter, der in der Lage ist, auf der großen Orgel zu spielen, um Helena Romanski zu begleiten. Um ehrlich zu sein, habe ich ein existierendes Modell verwendet. Einen ausrangierten Tippautomaten. Ich habe ihn repariert und ein bisschen umgebaut. Ein existierendes Modell, sagen Sie? Haben Sie einen gewissen Hans Vorarlberg gekannt? Eine Art mechanisches Genie. Ein bisschen wie Sie. Hans Vorarlberg. Ja, das heißt vielleicht, ich kann mich nicht erinnern. Nein. Natürlich, ich verstehe. Aber es ist schon erstaunlich, diese vielen Automaten, die es noch heute in diesem stillgelegten Industriekomplex gibt. Mein Fräulein, eines ist sicher. Seit langen Jahren bin ich hier völlig allein. Wenn dieser Mann einmal hier gewesen sein sollte, so ist er auch schon lange wieder fort. Ist es Ihnen klar, dass Sie, als Sie in die Lokomotive eingedrungen sind, Privateigentum verletzt haben? Hier müssen Sie wissen, in dieser Anlage gehört alles dem Staat. Oh, Bombe spielt Zombie, White Bin in diesem Fall ich. Mein Zug ist in keinem Fall Teil dieser Fabrik.
Wir hätten im Übrigen nie hier angehalten, wenn der Motor nicht hätte aufgezogen werden müssen. Solange Ihr Zug hier steht, ist er beschlagnahmt und wird als Teil der Industrieanlage betrachtet. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich verbiete es Ihnen. Alles nicht so schlimm. Vielleicht können wir uns auch so einigen, Fräulein. Das hoffe ich, und zwar schnell. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss jetzt gehen. Tun Sie das nur. Tun Sie das nur. Wahnsinnige Typen. Hören Sie bitte. Das kommt... Entschuldigen Sie. Tun Sie... So. Diese Einschienenbahn wird anscheinend durch Fernsteuerung betrieben. Okay. Einschienenbahn... Dann gehen wir mal noch in die Kammer, die der uns hier jetzt runtergelassen hat. Gucken das nur an. Und dann würde ich sagen, denke ich mal, bekommen wir vielleicht nächste Woche dann das Finale hin. Weil ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch geht. Aber ich kann mir denken, meistens spielt man immer so zwei, drei... Parts an so einem Spiel. Guck mal, eine Boost-Statue, um Gottes Willen. Die kristallklare Stimme der blutjungen Helena Romanski ergreift das Publikum, Laien wie Fachleute, das sich anlässlich dieses neunten Brüsseler Festivals der goldenen Stimmgabe zusammengefunden hat. Die russische Sopranistin ist eine absolute Neuentdeckung. Ausgesprochen begabt scheint Helena mit nicht mal 20 Jahren eine großartige Karriere vor sich zu haben. Helena Romanowski. Die schönsten Lieder der Helena Romanowski sind auf dieser goldenen Schabe gesammelt und weltweit bereits mehrere Millionen Mal verkauft. Die Genossin Helena Romanowski singt für das Volk. Die Reihe der Liederabende mit Klavierbegleitung setzt sich in den Fabriken unserer großen Republik fort. Nach Kiew macht die gefeierte Sängerin Station in Komolzgrad. Strahlend posiert Helena zusammen mit dem Chef der Fabrik, dem Genossen Borodin und einigen ihrer Anhänger. Ein unglaublicher und umstrittener Erfolg in ganz Europa. Unumstrittener Erfolg. Unsere derzeit Berühmtheit, die große Helena Romanowski, feiert jeden Abend auf den bekanntesten Bühnen Europas große Triumphe. Nach Mailand, Paris und Wien gibt es in Berlin stehende Ovationen für die Sängerin. Nach einem außerordentlichen Konzert von mehr als 2 Stunden. Zu dieser Zeit ist Helena Romanowski auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und die Konzerte dieser Jahre sind unbeschreiblich. Das bezeugt die unvergessliche Interpretation von Rigoletto im Duett mit ihrem berühmten Freund, dem russischen Tenor Frank Malkovich. Jesus, Frank Malkovich ist doch der neue Stecher von unserer Mutter. Jesus Gott. Dieser hat, wie wir wissen, lange gerade beschlossen, seine Karriere in den Vereinigten Staaten fortzusetzen. Wir sehen eine kranke und erschöpfte Helena Romanowski, die am Vorabend von ihren Fans Abschied nahm. Diese waren zahlreich im Bolschoi-Theater erschienen, um sie von ihrer gefeierten Sängerin ein letztes Mal zu verneigen. Mit Tränen in den Augen bringt die Erneuerin der lyrischen Kunst, deren Name ohne Zweifel in der Nachwelt fortleben wird, nur ein leises, bewegendes Danke über die Lippen. Ah ja. Briefe. Empfänger unbekannt verzogen, zurück an Absender, Freie Romanowski, Hotel Residenz Kempinski, Moskau. Oh Gott, Komolzgrad, blöblöblöb, 15. Juni 97, bla 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 bla, zum 112. Mal schreibe ich an sie. Bla 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 bla, die großen Orgeln, bla 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 bla, okay. Wo
Okay, dann haben wir Briefe und die Zeitungsausschnitte. Und sonst ist hier glaub nix. Ah, was wir noch machen könnten, wir könnten noch die Mutter anrufen. Weil wenn die doch mit dem Malkovich zusammen ist. Ah, dann mache ich auch dann danach Schluss. Jetzt ruf noch die Mutter an. Hallo Mama? Kate, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Und danach ist Schluss. Wie kommst du denn dazu, mich mitten in der Nacht anzurufen? Entschuldige bitte, Mama. Ich hatte die Zeitverschiebung völlig vergessen. Habe ich dich geweckt? Natürlich hast du mich geweckt. Aus meinem ersten Tiefschlaf noch dazu. Du solltest wissen, dass dies der gesündeste ist. Bei dem Tag, den ich hinter mir habe. Entschuldige bitte, aber es ist sehr wichtig und dringend. Ich habe nicht viel Zeit. Ich habe Zeit. Hat es nicht bis morgen Zeit? Worum geht es denn? Es steht völlig außer Frage, dass ich Dan für dich anrufe. Mama, hör mir doch bitte einmal zu. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du im Moment mit einem gewissen Marovic liiert. Marovic? Nicht doch. Malkovic, Kätchen. Frank Malkovic. Ja, gut. Er ist doch Opernsänger, nicht wahr? Ganz genau. Eine der größten Stimmen seiner Zeit, so sagt man, mein liebes Kätchen. Na wunderbar. Dann wird er wohl auch die berühmte Opernsängerin Helena Romanski kennen, seine Landsmännin. Du musst ihn unbedingt fragen, ob... Warte mal, Kätchen, bleib dran. Ich brauche ihn nur zu wecken, dann kann er dir das selbst sagen. Ach, dann ist er... Kate, bist du noch dran? Frank hat mir gesagt, dass er diese Romanski sehr gut gekannt hat. Eine große Sopranstimme. Super! Weiß er auch, was aus ihr geworden ist? Singt sie noch? Wo lebt sie? Sekunde, mein Mädchen. Und weißt du, was aus dieser charmanten Sängerin geworden ist? Herr Frank sagt, sie hätte sich aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme zurückgezogen. Bist du sicher, was? In einen Kurort. So etwas wie Aralbad. Aralbad, ja. Das liegt 15 Jahre zurück und so aus dem Tiefschlaf. Oh, vielen Dank, Mama. Tausend Dank an Frank. Ihr verdient beide einen dicken Kuss. Bis später. Okay, also. Dann wissen wir jetzt, dann müssen wir nach Aralbad und dort diese Trulla abholen. Aber da machen wir dann das nächste Mal weiter. Deswegen speichern wir jetzt hier, zack. Und hat's gespeichert. Ja, guck hier, 22:08. Sehr gut, sehr gut. Zurück zum Hauptmenü. Yes, Leute. Da geht's dann nächste Woche. Nächste Woche geht's hier dann weiter. So, jetzt gehen wir schon hier in den Glück Intermission-Bildschirm. Yay, Leute, dann macht's es für heute. Morgen. Ja, mal gucken. Fangen wir auch nicht so spät an. Ich glaube, der Daddl meinte ja, er kann morgen nicht streamen. Und dann fange ich vielleicht dann schon so um... Ah, dann fangen wir mal an. Vielleicht um 6. Fangen wir vielleicht um 18 Uhr schon an. Aber ich werde es dann nochmal auf Discord schreiben. Jo, dann war es für heute. Dann bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Woche dann wahrscheinlich vielleicht schon mit dem Finale von Siberia. Da müssen wir im Anschluss gucken, was wir dann noch machen. Dann wünsche ich auch allen eine gute Nacht und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Bis dann und schlaft gut. Thank you.
Chase. I'm about to reach a new speed. Vielen Dank dafür, aber ich wie gesagt, ich war gerade bei der Abmoderation. Nee, ich starte keine Mission. Ich muss morgen früh raus. Ich muss morgen meinen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben. Da will ich nicht komplett mit Augenringen bis zu den Knien. Das kann ich nicht verantworten, wenn ich da morgen früh aufkreuzen muss. Ja, ist halt so. Trotzdem vielen Dank für den Host und euch auf jeden Fall noch einen schönen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und wie gesagt, wir sehen uns am Freitag zu Let's Build a Zoo, dem Tycoon-Spiel, oder am Sonntag um 17 Uhr zum Adventure-Doppelpack, wenn ich wieder Little Big Adventure 2 und was ist das zweite Spiel nochmal? Genau. Quest for Glory 2 im Doppelpack spiele. Wir spielen wieder 4 Stunden Adventure-Spiele, 2 Stunden Little Big Adventure und 2 Stunden Quest for Glory, das sich dann endlich gefixt hat mit dem Patch. Also, gute Nacht, Chris Milanese, gute Nacht, G. Gunnarsson, gute Nacht, Little Mr. Sunshine, gute Nacht, Kirchenjesus der Schwabe, Doc Rock, Traffickers, Lord Fish und sonst alle, die heute dabei waren. Haut's rein, schön war's mit euch.